ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Stream. Und heute haben wir einen besonderen Gast mal wieder mit auf dem, von mir aus gesehen, rechten Stuhl. Herzlich willkommen erstmal an den ganzen Chat und herzlich willkommen an Claude Schumacher. Danke, dass du wieder dabei bist. Herzlich Immer willkommen an gerne. Lumi. Ja, ich Moin. hoffe, dass unser Sound ausreichend ist. Wir gucken mal eben, was der Chat so sagt. Und Chat, haut mal eine 1 rein, wer jetzt von euch hier gerade anwesend ist, damit wir mal so einen Überblick haben, wer denn alles dabei ist. Ah, siehst du, das ist diese typische 1, das ist sehr, sehr schön. Sound ist gut, höre ich gerade. Danke an Hazel Eyes. Rainer Bruhn ist auch wieder dabei, Carsten Rainer, Existenz ist dabei, Chris Harty natürlich, Pappe, hallo, Grüße von den Malediven, oh, sehr schön, Christian Säulen, Mahlzeit, hallo, lang nicht gesehen. Berlin Jim, Abend, herzlichen Glückwunsch nochmal an deinen Gewinn letztes Mal. Dustin, na, Mensch, sind doch reichlich Leutchens da, ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit noch ein bisschen voller. 59 Leute drauf, da freue ich mich doch, ich muss jetzt gerade mal meinen kleinen Spickzettel auch noch rausholen. Bevor wir richtig starten, also. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt auch, guck mal, Claude, hast du das eigentlich gesehen? Fauna Marine Reef Power haben wir jetzt schön mit drin in deinem oder in unserem Feld. Haben wir schick eingebaut. Wir haben es nur verkehrt rum, also ist egal. Ich bin jetzt Fauna Marine und du Nautilus. Aber sieht doch schick aus, Alles ne? gut. Aber du hast sie auch ganz schön eingepackt heute, ne? Ja, ich musste hier ein bisschen dekorieren. Aber da habe ich doch richtige Wahl gemacht, oder? Ist doch schick. Geht doch, ne? Alles Kann wunderbar, man noch nehmen. gefällt mir. Ja. Aber Sehr schön. bei uns kommt es ja auch mehr aufs Gequatsche an, ne, als auf jetzt irgendwelche Ja, richtig. Ja. Extras, das überlassen wir dann anderen. Richtig, richtig. Ja, ich mache jetzt noch eine kurze Einleitung und dann legen wir auch los. Teil 4, ne? Richtig, Lumi? Teil 4 sind wir, Jo, ne? Man Teil darf gar 4. nicht durcheinander kommen. Unsere Basic-Streams, die wir jetzt immer jeden Mittwoch um 19:30 Uhr vollziehen, werden immer verschiedene Gäste haben. Basics natürlich so gesehen auch für Anfänger. Also wir versuchen so möglich, so leicht wie möglich das Ganze zu erzählen. Bis jetzt haben wir da sehr, sehr gute Feedbacks übrigens bekommen. Auch Lumi habe ich ja noch nicht so viel erzählt. Also wir kriegen viele PNs. Ich habe E-Mails bekommen, dass das Format sehr gut ankommt und gerade jetzt von Anfängern auch das Lob bekommen, dass wir endlich mal Streams machen, die die Menschen auch verstehen. Und das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Wichtig auch für uns, liebe Zuschauer oder für euch, schaut bitte nach unserem Newsletter, den könnt ihr euch, da könnt ihr euch anmelden. Dort geben wir euch immer mal Neuigkeiten raus, die, ja, zum Beispiel heute haben wir ein Newsletter rausgegeben, dass wir diesen Stream fahren. Das wird auch noch alles ein bisschen perfektioniert, dass ihr auch diese ganzen Newsletter rechtzeitig bekommt. Verschiedene Aktionen schicken wir euch raus und solche Dinge. Dann kommt bitte auf unseren Discord. Das wird auch noch ausgebaut. Wir brauchen halt so ein bisschen Entwicklungsphase. Discord ist eine ganz wichtige Sache, weil dort können wir dann auch jederzeit von euch jemanden mit hinzuziehen. Also kommt bitte auf den Discord, um für zukünftige Streams ja einfach leichter mit euch quatschen zu können. Man kann euch dann also einfach über Sound mit in die Streams holen und wenn halt mal Fragen sind und ihr nicht nur schreiben wollt, dann kann man euch damit hinzuziehen. Wichtig ist auch, jeder Stream, den wir hier jetzt machen, den ihr nachträglich sehen wollt, den fahren wir dann auch auf YouTube hoch. Das ist aber eine Geschichte, die ein bisschen aufwendiger ist, also dort bitte etwas Geduld haben, wenn man sagt, Mensch, ich möchte es nochmal auf YouTube sehen. Das wird jetzt auch passieren. Wir sind da aber noch ein bisschen in der Entwicklungsphase, um zu gucken, wie wir das Ganze gestalten. Auf jeden Fall werden wir dort auch etwas aktiver werden. Und wichtig ist auch nochmal, ich hatte vorhin auf Facebook gestreamt und da war es halt so, dass keine Benachrichtigung rausgegangen ist. Bei Twitch jetzt ähnlich manchmal. Auf jeden Fall achtet bitte darauf, wie eure Einstellungen auf Twitch sind, dass ihr auch eine Nachricht bekommt, wenn wir halt online gehen. Ganz, ganz wichtige Nummer. Wenn ihr Fragen habt, sonstiges, haben wir eine neue E-Mail-Adresse. Die gebe ich auch nochmal bekannt. Das ist stream@nautilus-aquaristik.de. Das heißt, da könnt ihr gerne Fragen, Wünsche, Bewerbungen, wie auch immer, wenn ihr sagt, hier, ich habe mal Bock mit in den nächsten Stream zu gehen, ich habe ein ganz tolles Aquarium, was auch immer, wir machen ja auch verschiedene Arten von Streams, könnt ihr euch unter dieser E-Mail bei uns melden, die nennt sich also stream@nautilus-aquaristik.de. Das ist richtig, richtig gut. So, was haben wir noch? Claude etwas leise.
bisschen laut, da müssen wir den Knoten machen. Was haben wir noch, Ich was habe ich doch so noch gar nichts auf jeden Fall. gesagt. Ja, doch, das kommt noch. Wichtig ist bitte nach den oder in den Streams keine PNs zu den Mods, auch danach nicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sonstiges, entweder diese E-Mail-Adresse benutzen oder halt eine PN oder Flüster, nennt man es auf Twitch, an mich, also an Nautilus Aquaristik. Die Mods sind hier da, um den ganzen Chat zu regeln, um ein bisschen Ordnung zu halten und euch mit bestimmten Infos zu füttern. So. Okay, ja, das war jetzt die lange Liste. Heute haben wir ja den Claude, wie gesagt, zu Gast. Genau, Terminplan gucken, solche Dinge. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ja, wir haben heute das Thema Plagegeister und da gibt es ja auch gerade für Einsteiger eine Menge von Plagegeistern. Und wir werden uns ein bisschen rantasten. Wir werden mit den einfachen Sachen beginnen, die, weil wir festgestellt haben, dass viele von den Einsteigern gar nicht erkennen können, was überhaupt ein Plagegeist ist. Ich weiß nicht, wie es bei Lumi war. Was hatten wir bei dir? Der Testkoffer des Grauens ist auf jeden Fall Plagegeist Nummer 1. Testkoffer des Grauens. Ja, das war ja so ein Insider, weil jemand irgendwie entnervt war, so einen Testkoffer zu starten. Ja. Und ich weiß gar nicht, Glasrosen finde ich ist so das erste Ja, lockere ja. Basic-Thema, finde ich. Genau, Monty Schnecken, Turbellarien haben wir alles noch. Genau, der Lumi guckt jetzt mal so ein bisschen. Es kann halt sein, dass wir es ein bisschen suchen müssen. Die haben Was wir, wolltest du glaube jetzt ich. nochmal? Ich wollte zu den Die Glasrosen schauen. Glasrosen, ne? Da genau, da guckst du mal einfach rein. Da haben wir sie schon. Da ist er. Ihr habt jetzt also das Glück, dass ihr nicht immer unsere Gesichter sehen müsst, sondern wir talken so ein bisschen Glasrosen. Claude, möchtest du was zu Glasrosen sagen? Wie ist das bei dir so in der Anlage? Schleppst Gut, du dir die immer mal schön mit ein? die sind immer mal wieder da, aber sage ich seit längerem eigentlich kein großes Problem mehr. Also sie lassen sich nicht ganz wegkriegen, nur wieder tauchen welche auf. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nichts, was aktuell ein Riesenproblem ist. Was ich jetzt, klar, sie sind nervig, aber ich halte die jetzt für durchaus auch interessant und relativ leicht zu kontrollieren, wenn man sie nicht wegspritzt. Genau, das ist ja so ein Thema. Also, wir haben schon oft gehabt bei Anfängern zum Beispiel, dass die Dinger dann zerrieben haben oder einfach Ja, das ist zerdrückt. super. Das ist gut, ne? Weil. Genial. Am besten dann noch immer schön mit etwas zu wenig Säure rein. Dann, ja, eine gute Anleitung zur Zucht, würde ich behaupten, aber mehr auch nicht. Ja, genau. Weil die haben ja so Art Eipakete dann, ne? Also, man musste ja über den Magen. Thomas Erklärberg, Garnelen von Nautilus Aquaristik helfen da genau, da kommen wir dann gleich noch zu. Also wir versuchen halt immer, wenn wir was finden, ob was wir jetzt im Shop haben zum Beispiel, um euch dann zu zeigen, dass man bestimmte Fische nehmen kann oder eine Garnele oder was auch immer, die bekämpfen kann. Das eine ist halt, es gibt so verschiedene. Hast du eigentlich was gegen Glasrosen im Sortiment? Das weiß ich gar nicht, Claude. Nein, aus dem Grund nicht, weil es nicht funktioniert. Ja. Ganz einfach. Also entweder muss ich mit dem Gefahrstoff ran, wirklich massiv, Wasserstoffperoxid, sehr starke Säuren, die also wirklich sofort durchschlagen und das darf nicht in den Handel, beziehungsweise hat in dem Becken auch nichts verloren. Ja. Ist eigentlich relativ simpel. Also erstens mal verzichtet man eine Zeit lang auf Frostfutter und füttert manche Granulate, beziehungsweise Flockenfutter, dann da stehen die überhaupt nicht drauf. Dann gibt es Garnelen, die man machen kann. Zuzüglich eine mechanische, kann man mechanisch wegnehmen. Und die Garnelen helfen eigentlich im Großen und Ganzen auch. Also ich habe in den letzten Monaten haben wir eigentlich relativ wenig gehabt, was Glasrosen angeht. Dann gibt es ja auch noch Fische, die ab und zu mal weghauen, wenn man es unbedingt haben will. Ja, wir haben da Genau. Wodemanni-Garnelen, hast du glaube ich auch da, ne? Wodemannis, Karibik. Wudemanns, Raduna, die fressen es eigentlich auch alle irgendwann mal. Das größte Problem ist eigentlich, dass ein, zwei auftauchen. Es würde gar nichts passieren, wenn man die lässt und eben, wie gesagt, ein bisschen mit denen rumspielt oder sie einfach in Ruhe lässt. Aber sobald man anfängt, sie abzuspritzen mit Chemikalien, da gibt es ja die Kalkwasserpaste. Ach, manche gehen dann hin und kleben es dann mit Kleber zu, aber dann kriegt es halt eben aus dem anderen Schlitz wieder raus, ein kleines. Ja. Dann erst bekommt man eigentlich die Plage. Also von ein, zwei alleine selten. Nur wenn man halt dran rumspielt, dann geht es halt los. Ja, wichtig ist Ja. auch hier, hier seht ihr diese Mundöffnung hier, diesen Schlitz. Ich mache da ja die Hardcore-Variante, was ja eigentlich nicht so, also ich flüstere das jetzt mal, ich nehme tatsächlich Salzsäure, piekse das mit Nadel hier rein in den Magenbereich
Oder was ist das? Nennt man das so? Da weißt du mehr als ich. Du bist ja da bewandter. Ja. Und dann ätzt die von innen halt weg. So Kalkzeug und so hatte ich auch schon, aber das hat nicht so wirklich geholfen. Mit Salzsäurespritzen hilft eigentlich ganz gut. Ansonsten nehmen wir halt die Wodomani-Garnelen. Genau, es gibt diese Bergia-Schnecken, obwohl ich die immer sehr differenziert sehe. Weil wohin mit den Schnecken, wenn die Glasrosen weg sind? Oder ich habe halt auch schon Glasrosen gesehen, die dann so eine Bergia-Schnecke gefressen haben. Gab es auch schon. Und Stichworte Futterspezialisten, ne? Bei ja, den genau. Schnecken. Ja, die Die Bergerschnecken fressen. schon. Ich meine, klar, wenn die gezüchtet werden, aber wie gesagt, für mich machen die nur Sinn, wenn das Becken voll davon ist, weil die sind echt radikal, was das angeht. Ich weiß nicht, also ich habe die nie groß verkauft oder wollte auch nicht, weil Ich immer auch das nicht. gleiche Problem. Das ist wie bei anderen Parasiten, gibt es auch wieder Schnecken, die fressen und dann hast du das Problem, dass dann halt, was machst du mit der Schnecke? Das kriegst du ja nicht weg oder Genau. kannst du irgendwo hingehen. War nicht so mein Ding. Wie gesagt, einfach Flockenfutter, Garnelen einsetzen und ja, man kann die Wieso Garnelen relativ Flockenfutter? schnell Erklär feintun. mal einen Anfänger wie mir, warum Flockenfutter? Was mögen die daran nicht? Weil sie dran hops gehen. Komme Aber nicht mit warum? klar. Okay. Keine Ahnung, habe sie nicht gefragt. Ich habe ja von dir auch eine Futterprobe bekommen, ne? Übrigens, weißt du das eigentlich? Oder hat man die so. Ja. Hast du die geschickt? Höchstpersönlich? Ja. Ah, darf ich schon sagen, was es ist? Das weiß ja noch gar nicht, was das ist, oder? Ich habe schon aufgeschraubt. Ja, Eine probier schöne es halt mal Flocke habe ich aus. gesehen. Ja. Ja, ist eine Flocke, aber es ist keine normale Flocke, die ist auch nicht gekocht und gar nichts, sondern probier es einfach aus. Ja, da kriegst du auf jeden Fall Feedback. Ich teste ja auch gerade Ready to Reef bei mir. Geht Ist auch was noch für steil. Spezialfische eigentlich. Also für Fische, die an nichts rangehen, die sollten da eigentlich dran gehen können. Also bei Glasrosen halt wichtig. Hier könnt ihr ja sehen, also die hat sich hier schön in so einen Stein rein gehängt. Ja, hier sieht man auch schön, wie sie eine Platygyra annesselt und sowas. Wie Claude schon gesagt hat, wenn man mal ein oder zwei hat, dann ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man sie halt falsch entfernt, was ein Anfänger gerne macht, auch die Profis haben wir auch schon gesehen, dann könnt ihr die halt richtig krass vermehren und da müsst ihr aufpassen. Also wie gesagt, Wodomani-Garnelen, Tangfallenfisch habe ich, aber da muss man halt auch mal ein bisschen aufpassen, weil der kann auch mal an einer anderen Koralle rumknuspern. Gibt halt da auch Tiere, die Der ja ziemlich friedlich sind. Kleini. Kleine ist ja ganz gut. Genau. Auriga hat man früher viel benutzt, aber die Auriga meisten habe ich Becken sind gerade da, entleert. ja. Auriga ist ein sehr schöner Falterfisch, der mir gut gefällt. Den habe ich gestern mitbekommen vom Import. Zwei kleine, leider nur zwei. Ich bestelle den echt total gerne. Und der ist auch echt super gegen sowas. Was bei großen Becken gut ist? Natürlich auch absolut nicht politisch völlig unkorrekter Fisch aktuell, aber sie haben Plattachs. Die sind genial. Ja, Für das Großbecken wollte. Plattachs rein, Ja. kannst du erst die Glasrosen, dann die Manernos und dann solltest du ihn raustun. Sonst danach geht es dann in der Reihenfolge Scheibenanemone, Akanthastrea und so weiter. Ja. Die Garnelen, Mervin, die kannst du auch beim Beckenstart nehmen, wenn die Wasserwerte Taco sind, ist gut. Du musst halt nur aufpassen, die Garnelen, wie soll ich sagen, also da kann es ja halt auch mal passieren, wenn man sie zu gut ernährt, dass die Glasrosen dann nicht mehr so wirklich fressen. Also generell muss man sich merken, jedes Tier, was irgendwie was frisst, wie gesagt, jetzt hier Glasrosen, kann sich ja eventuell mal an einer anderen Koralle vergreifen. Also wir wissen zum Beispiel, Wodomani ist keine gute Kombination mit Quadricolor-Anemonen. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Auch hier bei der Sandra hatten wir das, dass diese eine Wodomani da diese Quadricolor fast hingerichtet hat innerhalb von ein paar Stunden. Und ja, also wie gesagt, es ist immer eine Nummer recht schwierig. Man muss da den Weg für sich finden. Und bei Fischen ist tatsächlich so, man kann Glück haben oder nicht. Und wie Enemy gerade sagt, Kleini, der frisst Glasrosen, kann aber auch an andere Sachen gehen. Also das ist halt einfach so. Glasrose im Filterschacht, 5 Mark Stück Größe, wie entfernen. Ja, das ist vielleicht ein Jackpot, ne? Wenn du nicht drankommst. Und wenn du sie halt falsch entfernst, hast du sie auf jeden Fall noch im Aquarium verteilt. Das Ja, aber ist. was geht? Es gibt doch was wir immer gemacht haben, ist PVC-Rohr genommen, dann Ja. schräg angeschliffen, sodass praktisch sie ganz scharf geworden ist und dann hat man sie praktisch leicht schräg in den Schacht eingeführt und gleichzeitig abgesaugt. Ah, Ja, da okay. hast du die praktisch vom Glas gelöst und sofort abgesaugt und dann hast du eigentlich kein Problem gehabt. So haben wir die immer abgemacht. Ja, PVC-Rohr, wenn es richtig anschleift, das wird ja scharf wie ein Messer. Dann kannst du einfach reinfahren von oben und kannst du dir Stück für Stück einfach Ja. absaugen. Also hast du gehört, Carsten Reiner? Das ist ein Kulide. guter Tipp. Ja, Oder das ist ein sehr guter Silberlöffel Tipp. mögen sie auch nicht. Also wie bei Anemonen, wenn du da so einen Ja, Silberlöffel genau. unten am Fuß hältst, da zappen die sofort weg und dann kriegst du sie eigentlich relativ locker auch entfernt. Wobei eine Glasrose halt echt zäh ist, ne? Muss ja echt lassen. Also das musst du dem Viech ja echt lassen.
Kannst ja auch Ja. die magst du ja auch im Dunkeln, ne? Sind sie halt dann weiße Glasrosen. Ja, das habe ich unten im Keller in der Anlage. Da haben wir die sogenannte Kleintieranlage und da lasse ich dann manchmal die Glasrosen auch wachsen, wenn wir dann Vodemanis kriegen und so, dann können die gleich mal loslegen. Aber die werden echt total durchsichtig und leben, ne? Also die können das irgendwie Ja, ab. die haben keinen Stress damit. Dann Ja, fressen das sie ist halt echt krass. so. Das Aber ist bei echt. vielen, ich finde, das ist bei vielen Parasiten so, dass sie an sich ja unheimlich spannende Verhaltensweisen an den Tag legen, zum Teil auch wunderschön sind. Also wenn du dir so die kleinen Wachsen mal anguckst, wie schön die leuchten und im richtigen Licht. Oder auch eine Glasrose ist jetzt ja gut, ist jetzt braun, aber sagen wir, grundsätzlich vom Verhalten und was es so alles mitmacht, sind sie eigentlich durchaus ja ganz spannende Tiere. Also ich ist natürlich jetzt für uns jetzt nicht unbedingt so toll geeignet, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn eine drin ist, ist halt eher die Panik das Schlimmste dann, finde ich Ja, jedenfalls. das stimmt. Und da werden oft viele Fehler gemacht. Oder manchmal gab es das auch, dass die Leute viel zu lange warten, ne? Die sich da tonnenweise vermehren und dann nur noch solche Glasrosen drin sind. Das ist dann auch nicht so schön. Ja, Richie kommt jetzt mit dem Laser. Ja, stimmt. Das gab es doch mal die Geschichte, ne? Wo sie die da von außen irgendwie gegrillt haben. Ja, da gab es auch den einen oder anderen Augenkranken hinterher, weil es sich halt am Glas entspiegelt hat und dann reingeguckt hat, weißt? Also, ich meine, du musst schon, also mit diesen Lasern, die bei uns zu kaufen sind, kannst du es vergessen. Da musst du in China einkaufen, die Einfuhr ist Ja. verboten, die Nutzung ist verboten und wenn du dann noch Pech hast und streust du damit mit den scharfen Dingern im Auge rum, dann hast du gleich ein Problem. Und jetzt gibt es ja noch eins, der arbeitet mit UV. Das ist, da kommt aus England das Gerät. Da soll eine Okay. UV-Quelle dran sein, die man dann dran hält und der die verbrutzelt. Aber da sind bis jetzt die Feedbacks auch etwas schwierig. Und nochmal die Kleinkorallen, nennen wir es einfach mal so, oder die Kleinpolypen, die sitzen halt unten am Fuß. So, und das heißt, sobald die oben merkt, ich gehe drauf, dann wirft sie die unten alle weg. Das heißt, jedes Mal produzierst du da mal bei 100, was gar nicht so schlimm ist, wenn man sie in Ruhe lässt und eigentlich aushungert. So, oder die zwei ganz großen dann wirklich entfernt mit Absaugen, mit einem scharfen Schlauch, mit dem Ja. Messer, irgendwas, sodass man ein bisschen Material mitnimmt oder einen Stein auch rausnimmt. Und es ist Auch nicht auch ein schlecht. Märchen, dass man die durch lebende Steine einschleppt. Also Ja. jedenfalls nicht, wenn man gute und ordentliche lebende Steine hat, sondern wenn man natürlich die Schlossgraben Nordhangsteine nimmt, die dann schon fünfmal irgendwo in der Anlage drin steckt sind, dann ja, dann hat man Das natürlich auch mal eine Glasrose bei. Aber von frischen lebenden Steinen, die ordentlich behandelt worden sind, egal nun aus Australien oder Indonesien, habe ich praktisch so gut wie nie Glasrosen gesehen, sondern immer nur von den Korallen und von den altlebenden Steinen oder was man sich halt sonst so reingeschleppt hat. Von Anfang an waren die so gut wie nie da. Es sind zwar so ähnliche Polypen drauf, kleine, weißt du, kennst du auch, ne? Die so Ja. ganz fast durchsichtig sind, sehen aus wie eine Glasrose in klein. Und da kriegen die Leute immer die volle Panik, aber die sind nach 3, 4, 5 Wochen sind diese kleinen Polypen eigentlich weg. Weil es gibt tausende verschiedener kleiner, großen Arten und Anemönchen, Polypenarten, ne? die da dran stehen. Hier, sag mal, Anemönchen. Lumi, wie können wir dann ein Bild weiterschalten? Ich habe das da noch nicht so erkannt gerade. Nautis. Ach, da musst du draufklicken und dann geht's weiter. Genau, mach Ja, mal den genau. Pfeil in der Ecke. Unseren. Den haben wir gestern, hier hat Lumi entworfen, den Fall. Aber der ist gut. Schön rot. Ach, jetzt sehe ich ihn, ja. Genau, so, wir gucken einfach mal weiter, würde ich Klick sagen, mal hier in einen der letzten weiter, Lampe, genau. ne? Ja, genau. Was wir haben. Ach, jetzt sind wir schon hier. Guck mal, Aber da das haben war wir. eben auch schon im Chat-Thema, Ja, hat einer Monty-Schnecken, ne? gesagt, genau, Passt. Monty-Schnecken. Das ist ein Das ist ekliges das hier, Zeug. ne? Ja, genau. Ach ja. Monty-Schnecken. Genau, wir müssen immer ein Das. bisschen Versatz für Kloten mit einrechnen. Ja, Ja, okay. die sind auch cool, eigentlich. Cool. Ja. Cool. Ja, hier Die sieht wollen man, sie. da ist eine, sieht ein bisschen aus wie gesprengte Gehirnmasse hier so. Obwohl, die hat ein bisschen was von der glasrosenfressenden Schnecke, so wenn man so auf die Schnelle hinguckt hier. Diese Ja, Zotteln könnt ihr hier sehen. Ne? genau. Man hat auch noch Eier, man sieht da, und wenn du mal mit dem Pfeil jetzt gerade nach oben gehst, Ja. einfach gehen wir nach hoch, ganz nach, Wohin? einfach ein Stück nach oben, mit dem Pfeil nach oben, weiter, 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 weiter hoch, über die Schnecken drüber. Ja, ich Da bin. oben Das die ist. Kante, da wo es kaputt ist Und quasi. jetzt nach Da. rechts. Ne, jetzt bist du ja am Finger, geh wieder ein Stück halb. So, und jetzt nach rechts gehen. Ja. Also dein rechts, mein links. Ach so, na hier. Da. Nee, gerade andersrum. Was will er So, von stopp! uns? Siehst du die kleinen Der weißen sieht Pünktchen, die da zeitversetzt. sind? Ja, Ach, die genau, kleinen siehst du, der weißen war nämlich Pünktchen. schon Da da, sind ja. die Eier.
Und man sieht ihn nicht, nur so ein kleines. Wir haben ja auch kurz einen Ablauf besprochen. Und man sieht sie nicht, wenn man sie aus dem Wasser nimmt. Man sieht die am besten, wenn man die Koralle im Wasser lässt. Weil verlieren Weil die wenn man an sie Volumen rausnimmt, oder? dann geht das, dann sind die ganz flach, dann siehst du die so gut wie gar nicht. Kurz unter der Wasseroberfläche halten, Tier rumdrehen, da sieht man das. Man sieht es eigentlich schon von außen, weil eine Monti, wo die dran gehen, da gibt es bestimmt diese roten, grünen Arten, die so flach wachsen, diese Foliosa gehen sie am liebsten dran. Und dann in Reihenfolge an alle anderen, wenn die nicht verfügbar sind. Und dann sieht man es eigentlich schon, weil so kleine weiße Flecken auf der Koralle entstehen. Ja? Und zwar so, das sieht so aus, wie wenn so die halbe Farbe fehlt. Kleine Kreise, meistens so ein bisschen so, ja, so 1, 2 Millimeter bis 5 Millimeter durch. Und wenn du Ja, hier diese könnte das kleinen sein. Kreise auftauchen, hast du auf jeden Fall schon mal eine Schnecke da. Und zu der Zeit hast du noch eine Chance, die wegzukriegen, ohne dass du irgendwelche Eier vergessen kannst. So, wenn dann schon die Ränder kaputt gehen oder wenn dann schon bestimmte andere Bereiche sind, dann sieht es dann ganz schnell so aus wie da. Also es ist etwa eine Zeit von 1 Woche etwa, wo du dann hast. Okay, Wie killt und man die was tut denn man dann? dagegen? Ja. Genau. Rausnehmen, Zahnbürste nehmen, abkratzen, baden, fertig. Morgens Aronal, abends Elmex. So in der Art, genau. Baden schön hier in der Erkältungsbad, oder? Oder das da, vor allem die neue Version, aber da kommen wir später dazu. Ansonsten haben die was ganz Außergewöhnliches. Es gibt eine Saison für die. Eine Saison. Ja, es gibt wirklich eine Saison. Also die treten vermehrt im Februar, März auf und dann nochmal im August und September. In den Zwischenzeiten danach deutlich weniger. Und sie treten auch in, sie sind wohl auch in der Lage, was ihr bisher noch nicht gefunden habt, das sind Dauereier oder wie auch immer sie es machen. Da kann es mal passieren, dass ein Becken ein Jahr lang überhaupt gar nichts, da keinen Befall hat und nicht zu sehen sind. Und von heute auf morgen sind sie wieder da, ohne dass bewusst Tiere oder Korallen oder irgendwas zusätzlich eingesetzt worden ist. Das ist also auch schon ziemlich bekannt in den Farmen, selbst in Quarantänebecken, Zuchtbecken, wo definitiv nichts reingekommen ist, wo jede Koralle durchgeguckt worden ist. Kann sein, dass sie plötzlich auftauchen. Welcher Lippfisch war denn das, der das angeblich frisst? War das der Der Krysus? Chrysopteros, der Zitronenlippfisch, frisst die ganz gut. Ist das Krysus oder ist das Trim? Wie hieß der andere? Der ganz Chrysos muss gelbe, man ne? sagen. Der ganz Der ganz gelbe, gelbe. Hazel-Eyes, den haben wir auch im Shop. Krysus-Lippfisch kannst du finden. Ganz gelber aber ist das. das ist ja auch so ein, naja, ich sag's jetzt nicht, was ich von dem Fisch halte. Das ist ja auch so eine typische Arschkrampe, sag's jetzt Ja. noch, weil Ja, sobald er Lippfisch gemerkt halt. hat, dass das da oben Leckerfutter kommt, dann sagt er, Ja, genau. warum? Da habe ich dann immer Wieso Anfragen. Haferflocken, wenn ich Chips haben kann, ne? So auf die Art. Und dann Ja. lässt er das mit dem Suchen und dann bist du wieder aufgeschmissen. So, und wenn er dich dann richtig nervt, dann springt er auch noch raus, weil es mal wieder irgendeinen Schreck gegeben hat. Wahrscheinlich, wenn eine Schnecke gepupst hat oder so, dann kriegt er wieder Angst vor denen. Also, das ist, Genau, naja, Halichoris Garnelen Krysus. Ich sind glaube, gut. der heißt. Garnelen Ja. sind gut, genau. Ich glaube, da heißt es Biochirus. Sie haben noch als Hallichoris drin. Aber es ist tatsächlich so, ich hatte auch eine Anfrage von diesem gelben Lippfisch. Da sagte einer, ja, hast du den gerade aus dem Import? Dann nehme ich den. Wenn der schon zu lange im Aquarium ist, geht er nicht mehr dran an diese Schnecken, ne? War dann seine Aussage. Hat er dann wahrscheinlich auch recht. Das ist halt so. Was empfiehlst du denn den Anfänger? Worauf soll er denn achten, wenn er im Geschäft Montis kauft? Kann man das so sehen? Also siehst du das, wenn jetzt einer reingeht, würde der erkennen, dass die Monti-Schnecken hat? Nee, die meisten Händler kennen es ja nicht. Also ich habe immer festgestellt, Monti-Schnecken, wenn ich sie hatte, eher auf den Flachwachsenden, also die so über die Ja, Steine gehen. das stimmt, das sind schon die ersten, das ist schon richtig, aber ich habe das eigentlich haben wir ein bisschen falsch begonnen. Also wir fangen jetzt natürlich an, dass die Parasiten da sind und im Grunde genommen aber müsste man einen Schritt zurückgehen und überhaupt mal definieren, was ist da ein Parasit in diesem Falle? Also wie kommt es dazu? Und dass es halt neben der ICP noch was anderes gibt. Also ich habe heute eigentlich viel mehr diese Situation, dass so ungläubiges Staunen herrscht, wie ich habe einen Parasit. Aber der hat doch gesagt, hier gibt es keine Parasiten. Also mal O-Ton, was mir hier jetzt passiert ist. Da waren Kunden hier im Betrieb und dann Korallen rauszucht und dann wird halt jede Koralle nochmal angeguckt. Ja? So. Und Ja. er guckt die mich so an und sagt, wonach ich da schauen würde. Dann sage ich, naja, ich gucke halt, ob die Koralle sauber ist, ob irgendwas dran ist. Sagt sie, was soll denn da dran sein? Sage ich, naja, könnte ein Parasit noch dran sein, Wurm, eine Schnecke vielleicht. Muss man halt schauen, ob alles okay ist. Also für mich, ich habe da eigentlich gar nichts Böses dran gedacht. Und dann ist sie ein bisschen müffig geworden.
Und ist dann gegangen. Also wollte ich sagen, nee, will ich Koralle nicht mehr. Sag, wieso? Nee, dann gehe ich woanders hin. So bei uns in der Nähe halt. Das habe ich jetzt nicht so ganz kapiert. Und sagte, ja, also dort gibt es definitiv keine Parasiten. Sag ich, aha, das ist ja cool. Wie jetzt? Nö, da steht ja auf der Webseite und keine Ahnung, Betrieb haben gesagt, wir haben keine Parasiten, wir sind parasitenfrei. Dann habe ich nur gegrinst und habe gesagt, naja, nur wenn man es nicht findet, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind. Ja. So. Kam aber nicht gut an, also irgendwie, ich habe die auch nie wieder gesehen, die waren irgendwie müßig. Fakt ist, und das ist das, was mir eigentlich wichtig ist für die Beginner, Fakt ist, es gibt keine 100%ig parasitenfreien Anlagen, Korallen, Tiere, alles, was wir da so mitschleppen, gibt es nicht. Dafür haben wir viel zu viel Parasiten und das sind so viele, weil sie artspezifisch sind. Also wir haben für jede Acropora, für jede Montipora gibt es Schnecken, Pilze, Bakterien, Viren, verschiedene Einzeller, krebsartige Isopoden, Copepoden, was auch immer. Das ist extrem krass, was es da alles gibt. Was wir heute aber besprechen, sind diese Massen, die halt üblicherweise auftauchen, wo vielleicht es eine Handvoll gibt. Und diese Parasiten oder Störenfriede, wie auch immer man das jetzt mal nennt, sind ja nicht immer alles Parasiten, die schleppt man sich ein, auf jeden Fall, aber es besteht im Großen und Ganzen auch gar keine Chance, dass man nicht einen erwischt. Das heißt, die ideale Geschichte wäre eigentlich, dass wenn man ein Tier kauft oder bekommt, es erstmal in ein Quarantänebecken geht für 6, 8 Wochen, da schaut man sich das ganze Ding an. Die Dips sind hilfreich, die helfen auch schon ganz gut, helfen aber nicht immer gegen Eier. Aber ein Quarantänebecken wäre so betrachtet mit Abstand immer das Beste. Immer, grundsätzlich und generell. Und es wird immer kritischer, je älter ein Becken wird. Aber, um es das auch klar zu sagen, im Grunde genommen reagieren Korallen wie Pflanzen. Ja, also selbst wenn man mal Blattläuse hat, ist das jetzt nicht unbedingt das Riesenproblem. Das Problem an der Sache ist einfach das, dass man es zu lange nicht erkennt, zu lange nichts macht und tatsächlich der Auslöser nicht unbedingt jetzt die Koralle war oder mal das Schneckenei, das man reingekriegt hat, sondern eine Schwächung. Und die meisten Parasiten sind nur eine Folgeinfektion von einer bakteriellen Infektion. Das heißt, da kommt es in dem Mikrobiom von den Korallen schon zu Problemen oder zu bestimmten Bakterien, die dann wachsen und worauf sich dann halt eben die Koralle geschwächt ist und dann geht's los. Ja, das muss ich ganz kurz Danke sagen hier. Uwe, mein Lieber, Dankeschön für 1200 Bits. Du bist verrückt, Mann. Chris hat nochmal 100 rausgehauen. Vielen lieben Dank. Und was kommt jetzt? Ray abonniert im 7. Dankeschön, lieber Ray. Danke an alle. Da Follows habe ich eben schon gesehen und so weiter. Vielen lieben Dank. Ich weiß, das ist natürlich für uns immer im Content auf Twitch ist es so. Da müssen wir uns bedanken. Das gehört einfach dazu. Vielen lieben Dank für alle Follows und Bits, die ihr uns rausholt. Vielen Dank. Wie groß sollte das Quarantänebecken sein? Na, das so, dass die Koralle reinpasst. Ich wollte gerade sagen, da kannst du halt 40 Liter nehmen, was sag ich, oder kleiner oder größer, muss halt ein bisschen vernünftig laufen, das Ganze auch, ne? Ja, man kann es tatsächlich auch in den Kreislauf nehmen, wenn praktisch der Rücklauf vom Quarantänebecken durch eine starke UV-Anlage geht. Dann kann man das auch über dem Becken anbringen, mit einer kleinen Pumpe durchs Becken durchlaufen lassen. Dann hat man gleich das richtige Wasser und den richtigen Geruch für die Tiere und lässt dann den Rücklauf praktisch durch eine UV-Anlage durch. Ja, wenn man dann die UV-Anlage so inbaut, dass praktisch die Ausgänge und Eingänge nach oben zeigen, dann ist es auch kein Problem. Andersrum wäre es doof. Das ist ja auch so ein Thema für Anfänger. Kam ich oft die Frage, weil wir gerade bei den Basics sind, UV-Lampe, ja oder nein? Ich sag ja. Also ich habe eigentlich an jedem meiner Aquarien eins, außer jetzt an meinem kleinen 70er. Da habe ich keine mit dran. Aber generell, wenn ich Fische und so anbiete, verkaufe ich schon eine UVC-Lampe mit, auf jeden Fall. Ja, bei Fische schon. Bei Korallen lasse ich es meistens sein. Also ich habe keine dran. Aber vielleicht erst manchmal, ja, manchmal, aber wie gesagt, ich habe da relativ wenig Stress jetzt, weil wir ja mit Quarantänebecken arbeiten. Im Moment ist in einer von den Zuchtanlagen, da zickt gerade ein bisschen was rum, aber da weiß der halt, muss auch mal gucken, was genau es ist. Weil gerade aus Indonesien im Momentan halt unheimlich viel bakterielle Sachen kommen und die haben nicht unbedingt, da bringt eine UV-Anlage jetzt nicht unbedingt was, weil es sich um, natürlich sitzen die Bakterien auf den Tieren drauf und wenn nicht, da kann ich das Wasser unten entkeimen, wie ich lustig bin, das
hat dann keine Wirkung. Also ja, wenn man heute ein neues Becken macht und man macht so ein Ding, dann würde ich das schon mit einer UV-Anlage machen, vor allem bei Fischen, warum nicht? Also Ja, ist vielleicht ja. allgemein auch ein gutes Stream-Thema irgendwie, was wir uns mal notieren können. The Technik Must-Have versus Technik Nice-to-Have, irgendwie sowas in der Art. Ich finde, da gibt es ja ganz viele Sachen, ne? Ich sag mal, Dosierpumpen, braucht man sowas nicht und so weiter und so fort. Braucht das ein Anfänger nicht, ne? Also das ist vielleicht auch ein cooles Thema irgendwie, ne? Ja, aber du willst, weißt, es ist jetzt halt, das ist immer das, was so wirklich schwierig ist. Also wenn ich einen Fisch kaufe für mich und ich will jetzt einen haben und ich rufe einen Marker an und sage, du, ich will einen Fisch haben, dann erwarte ich von ihm, dass jetzt nicht gerade gestern aus dem Import gekommen ist, sondern dass er das Tier angewöhnt hat, dass er geschaut hat, sehen seine Hinterlassenschaften aus, wie ist die Kiemen, wie sieht die Sache aus. Und dann würde ich so einen Fisch bei mir in die Quarantäne stecken und dort das investieren. Ja, Trotzdem, auch wenn ja. es natürlich gut macht. Aber es gibt immer halt so Sachen wie Kiemenwürmer oder dass auch mal, dass nochmal was Bakterielles im Darm ist oder eben Darmparasiten, die da noch drin sind, die man dann auch nicht unbedingt sehen kann, die auch nicht stark sind, aber eben durch den Transport zu einer Schwächung führt. Da würde ich sowas immer investieren. Also bevor ich jetzt dann Riesendiskussion mache, ich muss da 180 Watt UV am Becken haben, würde ich unter Umständen sogar eher ein 60er, 80er Becken haben, da braucht es dann nicht viel Licht, gerade bei Fischen nicht, mögen sie sowieso nicht, wenn sie so Stadionstrahler über dem Kopf haben. Und dann füttert man die nochmal 6, 8 Wochen, schaut sie sich an und dann tauscht man das Wasser, dass sie einen Geruch kriegen. Also es hängt auch viel vom Händler ab. Schaden tut eine UV-Anlage, wenn sie gepflegt wird und vor allem, wenn sie richtig eingesetzt wird, nicht. Das ist auf jeden Fall hilfreich, aber es muss jetzt bei reinen Korallenbecken, die gute Eiweißabschirme haben, auch nicht sein. Also sie sind kein Garant, dass du keinen Parasit kriegst. Das meine ich damit. Sie helfen halt zum Ja. Entkeimen, aber das war's auch. Hier haben wir auch, wie gesagt, nochmal für die Community. Wir machen natürlich bestimmt nochmal einen richtigen fortgeschrittenen Stream auch. Das heißt, wo wir bestimmte Sachen noch mehr besprechen. Heute sind wir ja so ein bisschen in den Basics und wir zeigen euch Dinge, die so vorkommen können im Aquarium. Und hier haben wir zum Beispiel etwas, ich hoffe, ihr könnt das sehen, die sogenannten Wurmschnecken. Wurmschnecken werden auch gerne mal als Röhrenwürmer verkauft. Da ist ein Röhrenwurm an der Koralle. Haben wir alles schon gesehen. sehr witzig, obwohl es dann nicht witzig ist, wenn man dann den besagten Röhrenwurm als Wurmschnecke in seinem Aquarium hat. Und hier haben wir ja gerade den Test, Hummelschnecken einzusetzen, was tatsächlich auch funktioniert. Also hier sehen wir jetzt bei Hazel-Eyes aus ihrem Aquarium hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich versuche das mal so ein bisschen mit dem roten Pfeil hier. Da Aber die wachsen sind ja die noch so richtig raus. süß und klein. Da sind noch richtig niedliche, ja. Ja. Ich glaube, ich habe da auch gleich noch ein Bild irgendwo. Aber ja, die sind aber alle so in dieser Größe. Da kommen hier halt so schöne, weiße, eklige Fäden raus. Und wir haben aber gemerkt, dass die Hummelschnecken tatsächlich schon einen Teil gekillt haben bei denen. Was machst du denn gegen Wurmschnecken, wenn du so... Also ihr, klar, normalerweise reinigt man die Koralle vorher. Meistens kriegt man sie über Koralle, oder? Dass sie irgendwo dran Ja, kleben. die hängen halt die hängen an den Importtieren, an den Zuchttieren dran. Kommt auch viel aus Indonesien rein. Wir Ja. hatten eine Zeit lang mal einige, aber auch da ist wieder so, mit Flockenfutter können die gar nichts anfangen. Ja, aber wie willst du das lösen? Also wenn du da kommen ja dann diese weißen Fäden raus und die fangen sich das Flockenfutter und finden das doof und kacken dann ab oder wie? Das wäre ja so einfach. Nö, die vermehren sich einfach nicht weiter. Ich kann dir Okay. nicht mal sagen, warum so ist, aber am Ende wenn du die beschissenste Züchterflocke nimmst, die es gibt auf dem Markt, voll mit Farbstoffen, Fische gehen ja ab wie Schmitz' Katze auf die. Ja. Jetzt fährt echt ein Lastwagen vorbei um die Zeit. Ich glaube das ja nicht. Wenn du die behämmerste Züchterflocke nimmst, mal so 4 bis 8 Wochen die fütterst, Fische stehen ja drauf, gut, besonders dick werden sie jetzt nicht bei, aber und eben halt auf Staubfutter und auf solche Sachen verzichtest, dann gehen die auch entsprechend ganz schön runter. Krass. Also von dem habe ich mit den Garnelen mögen sie auch nicht, deine Schnecken, aber da habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht so großartig mit experimentiert. Ich kenne es aus den USA, da erzählen sie es immer wieder, aber ich habe im Moment keine oder kaum. Die vermehren sich auch nicht besonders stark bei uns, Also, deswegen. wir haben es so, wer sich das angucken möchte, Hazel Eyes hat gerade den Link von den Hummelschnecken reingesetzt, da könnt ihr das dann anklicken.
Dann findet ihr die Ja, bei uns im Shop halt. die sind sowieso klasse, ne? Mein allein schon vom Aussehen her Ja, sind die die ja Bombe. sind schon cool. Sie sind halt ziemlich schläfrig. Die brauchen unwahrscheinlich lange, bis sie dann mal in Quark kommen. Aber wenn sie dann unterwegs sind, sind sie echt hübsch. Und Ja, die ich hatte Wurmspecken leider. rennen denen ja auch nicht weg. Nee, das stimmt. Vielen lieben Dank an alle, die mir wieder Bits rausballern. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Hast du Dank schon an mal eine Wurmlinge Sebastian in echt gesehen? und an Emotion. Was ich viel gefährlicher finde an den Wurmschnecken, die sind für uns relativ gefährlich. Also wenn du Weil? da reinfasst, das sind wie Injektionsnadeln und brechen auch sofort in der Wunde Stimmt. ab. Und die Wunden, die von den Wurmschnecken kommen, die entzünden sich immer echt übel. Also wenn man so eine schöne fette Wurmschneckenverletzung sich mal reingefangen hat, dann kann ich echt nur empfehlen, sofort gleich etwas Antibiotika drauf zu tun. Also das ist nicht lustig. Also die sind echt scheiße, was das angeht. Ja, Hazel schreibt gerade, was? Ja, hast noch nicht reingefasst, Schatz, ne? So, ganz gut, so, ganz gut. Na, Wir haben übrigens den, erzähl es und das ich werde ist, es nicht sagen, dass das geht. wir haben übrigens immer den Bildcrusher hier. Sie, die Sehnadel könnt ihr sehen, ne? Die kommt immer ins Foto. Aber hier sieht man diesmal ein bisschen klarer getroffen, auch sehr schön. Ja, Wurmschnecken, echt ein Thema, haben viele. Also ich habe hier gerade gelesen, wo ist er? Cruiser Reefer hat die auch tonnenweise drin. Ja, hast du noch eine andere Idee, Claude, was man gegen machen könnte? Also hast du da irgendeine Ahnung jetzt außer Flocken und so oder Pech gehabt? Bis auf Also wir Wurmschnecke, haben wie es gesagt. teilweise mechanisch weggemacht. Also wenn ich eine sehe, dann halt mit der Titan-Pinzette rein, einmal rumdrehen, dann sind sie auch weg. Ja, gut, man kann die schnell entfernen, die Dinger, ne? Ja, Patrick, vielen Garnelen Dank für haben wir 100 viel. Wir Bits. haben immer viel Garnelen drin. Das ist dann die picken die immer ständig rein. Also von dem her, weiß auch Ja. nicht. Ja, einmal in den 12 Jahren hat man einige, die sind kurz explodiert. Warum auch immer, wahrscheinlich wäre Futter reingeschmissen worden, ist wie blöde. Dann haben wir das wieder eingestellt, haben ganz normal die Korallen so weit gefüttert und es sind sie auch wieder reduziert gewesen. Hier sehen wir auch einen beehrten Gast. Das war jetzt zwar nicht das schönste Exemplar. Hier haben wir so einen kleinen Seestern hier, Gänsefußseesterne. Gerade für die Anfänger immer sehr beliebt. Die sagen dann: Oh, ich habe schon Leben drin. Gucke mal, da ist ein Seestern. Ich habe die tatsächlich bei mir auch drin. Ich habe neulich 37 Stück davon abgesammelt. Das ist so die Blasenschnecke, die aus dem Meerwasser quasi. Auf dem Süßwasser. Ja, aus Ja, dem genau, im Süßwasser gibt es ja diese Süßwasser hast du die Blasen. Blasenschnecken und hier hast du dann die. Ja, und Aber diese Seesterne. du weißt, dass es die größeren, dass davon auch Arten gibt, die etwas größer sind, die dann räuberisch auf die kleinen sind, ne? Das wisst ihr. Okay, ja, Ja? also ich weiß nur, wir haben ab und an die, wie heißen sie, Nadoa-Seesterne hatte ich. Diese Ja. grün genoppten, Die fressen die die auch. haben die auch gefressen. Und Und die sonst weiß blaue ich gar auch, der nicht. blaue Link, ja. Blauer Link. Achso, hier der Levigator meinst du, der ganz Ja, blaue? der haut die auch weg. Ach ja. Guck mal an. Habe ich nicht gewusst. Viele holen sich ja dann diese Harlequin-Garnelen. Aber Ja, das ist auch wieder so arme. ein Ding, weil der frisst ja dann alle Seesterne. Das heißt, egal was man da einsetzt. Und du musst sie halt auch immer mit Seesternen dann füttern. Harlequin-Garnelen. Also wir werden nochmal so ein Special machen, auch mit Tieren, die wir euch dann andersrum zeigen. Das heißt also, was für ein Tier kann man gegen was einsetzen. Den Spieß werden wir auch nochmal umdrehen. Das sollten wir nochmal auch aufschreiben, bitte, an die Mods oder an dem meinen Mod. Thema mal andersrum, also was kann man an Tieren dann einsetzen, wenn wir von erzählen. Wie gesagt, ich hatte leider nicht mehr die Zeit, den Gegenpart immer hochzuladen. Genau, wir haben die Eleganz noch im Shop drin, da können Sie sich angucken. Wir kriegen die nicht so oft. Ich bestelle da auch immer nur ganz wenig von, weil wie gesagt, das ist genau wie mit dieser Bergia-Schnecke. Wenn ihr die besitzt, müsst ihr euch immer Gedanken machen, wie ihr die Tiere weiter ernährt. Der ist ja so eigentlich gar nicht so schlimm, dieser Gänsefußseestern. Er wird halt nur ein bisschen doof, wenn das zu viele sind, habe ich gemerkt, weil sie dann doch bei ein oder anderen Koralle, das sieht dann so angeätzt aus. Ja, meistens gehen sie ja zuerst auf Kalkalgen. Also die bleiben auf dieser Kalkalgenschicht und fressen den Biofilm drunter. Ja. Und wenn es zu viel sind, dann gehen sie an die Füße von den Korallen dran und versuchen da den Schleim irgendwie wegzukriegen und stören dann. Und dann gibt es aber es gibt mehrere von denen. Also es ist nicht so, dass es einen Gänsefuß gibt, sondern es gibt räuberische Arten. Es gibt welche, die praktisch beim Biofilm bleiben und es gibt aber, ich würde sagen, drei, vier verschiedene. Und wir haben auch eine größere Art, die ist etwa 4, 5 Mal so groß wie die normalen Gänsefußseesterne. Bei denen ist es so, dass die dann halt die wiederum räubern. Und oft werden gerade die Großen weggenommen und gesagt, ah, ich habe ihnen das Mischtvieh und genau der ist aber der, der eigentlich die im Schacht hält.
Ja, das müsste man mal zeigen. Ich habe jetzt auch kein Foto von dem da. Aber das wäre jetzt zum Beispiel was, wo man den mal fotografiert. Weil man sieht den Ja. Unterschied eigentlich schon. Also die haben oben, wenn man oben drauf guckt, haben die so Muster. Mal sind sie rot, mal sind sie gelb oder gemixt. Und daran kann man die eigentlich dann erkennen. Cool. So, was haben wir hier? Ach ja, guck mal, der Pfeil sitzt gleich richtig. Könnt ihr das sehen im Chat? Und Claude hier, guck mal, wir haben, musst du mal gucken, hier diesen gelben Strich hier. Das ist ein gelber Wurm, der sieht ein bisschen aus wie ein Borstenwurm, ganz dünne. Und da haben wir zum Beispiel, ich kann das leider nicht größer machen, ich glaube, der frisst Gonniwurm. Wurmschnecke. Was für ein Wurm? Das gibt aber auch Borstenwürmer, die in den Gonnis leben und die alle machen. Ja, die kenne ich auch. Die habe ich früher von Indonesien immer gehabt. Die sehen so aus wie das gelbe Ding da. Wahrscheinlich, ich lache mich tot, wenn ich dran denke, wie die Leute jetzt entweder vorm Fernseher so mit 5 cm mit der Nase schon an dem Ding da kratzen oder das Handy so weit vor der Nase nehmen, um dieses Ding hier zu erkennen. Das Ich ist halt wollte gerade auch richtig. schon in Darf den ich mal, darf Bildschirm ich mal, darf ich mal, reinkriechen. darf ich mal Ja. kurz einmal übernehmen? Kannst du größer machen? Ich helfe da mal kurz nach. Ah, da ist er ein bisschen besser. Ja, sehr schön. Danke, Loni. So, Moment, jetzt müssen wir nur unseren Pfeil wiederfinden. Den haben wir irgendwie, jetzt haben wir den Den Pfeil hast du jetzt verloren. zerstört, ne? Ja, den Pfeil, den haben wir jetzt irgendwie. Ja, den finden wir Ja, bestimmt das ist gleich ein wieder. Borstenwurm. Ja, der ist so ganz hauchdünn und gelb. Und Ja. diese von der Goniopora, da müsst ihr drauf achten. Also Goniopora seht ihr da oben auf dem Foto. Da gibt es tatsächlich so Würmer, die auf dieser Goniopora liegen. Und da musste ich früher auch immer aufpassen, wenn wir Import bekommen haben. Stellt euch also diesen Wurm so vor, wie ihr den da seht, nur halt in Grau. Und der Und sitzt dann halt länger. immer, ge ja genau, sitzt dann immer genau auf der Goniopora drauf, sieht man aber nur, wenn die geschlossen ist. Und wir haben dann damals, wenn der Import kam, die halt immer, guck mal, da ist der Cursor, da hast du ihn. sehen die das jetzt eigentlich im Chat? Nee. Oder sehen nur wir das hier Das doppelt gemoppelt? sehen nur wir beide. Ach, wir beide sehen das. Es ist lustig. auf jeden Fall ist es so, dass diese Goniopora-Würmer sind aber nicht mehr so oft, also ich habe sie zumindest nicht mehr so oft gesehen. Ich meine, wir wissen ja, was wir tun müssen als Wiederverkäufer, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der da doch fleißig mitverkauft, ne, oder? Sind die noch so Ja, stark vertreten? vor allem sind halt oft auch entsprechende Schneckenvarianten dabei. Also gerade bei den Gonnis zum Beispiel, bei den Wildfängen zurzeit Australien, ist sehr häufig auch noch eine Schnecke auch noch mit dabei. Und die ist wirklich genial gut getarnt. Also die sieht einfach aus wie so ein Köpfchen. Ja. Und selbst wenn die so gerade so ein bisschen zusammengezogen sind und wenn du halt so eine Gonni hast, die praktisch nur einen einzigen Kopf draußen hat, also so ein bisschen, dann weißt du, ach nee, ist die Schnecke dann da drauf. Ne? Aber das ist wirklich teilweise schwer, vor allem wenn du jetzt abends auspackst und hast halt viele Tiere dann dabei und musst sie dann erstmal finden. Und die ist auch ein bisschen arschig, weil die reagiert eigentlich kaum auf irgendwas. Ja, Also krass. da hilft die Baderei auch nicht so viel, dass sie jetzt einfach in 2, 3 Minuten loslässt. Und die ist echt ein bisschen sehr strange. Und bei dem Borstenwurm ist ja ähnlich, der hatte noch eine kleine, der bohrt sich ja auch in die Koralle rein. Und da passiert es auch häufig, dass der beim Transport abstirbt. So, der sitzt dann praktisch nicht drauf, sondern er sitzt innen drin, also so ein kleines Loch reingebohrt. Dann stirbt er da drin, weil die Koralle zu lang unterwegs ist und dann fängt er da innen drin an zu faulen und zu verrotten. Und das Na wiederum lecker. tötet dann aber dann die Degonie und das sind die, wenn du die dann aufschneidest, wo du dann praktisch so ein kleines schwarzes Loch dann hast und daher dann die Koralle von innen grottet. Und das fängt dann damit an, dass dann praktisch so einzelne Polypen an dieser Stelle dann absterben und dann geht es so ringförmig weiter. Und es liegt dann praktisch an Schnecken bzw. auch an den Würmern, die dann praktisch in der Koralle, also im Skelett der Koralle, gerade bei Gonnis zum Beispiel, dann abgestorben sind auf dem Weg hierher. Krass. Mach mal ruhig ein Bild weiter, Lumi. Jo, jetzt müssen wir das Ah, guck mal. nur. Da haben wir nochmal, ich glaube, Ob das ist ein das Loch von so passt. einer Wurm. Ja, es passt. Ja. Von einer Wurmschnecke ist das, glaube ich, ne? Oder Hazel-Eyes? Das sieht aus wie von einer Wurmschnecke. Also da könnt ihr halt nochmal sehen, wie die sich auch hier so in den Boden einbuddeln. Und da gibt es auch echt viele Kunden, die den haben. Also habe ich auch festgestellt. Aber es liegt ja dann wahrscheinlich auch an uns Händlern, dass wir, wenn wir sowas verbreiten, dann nicht nachgeguckt haben. Oder was schüttelst du mit dem Kopf? Die Eier von denen, das sind ganz, also die Ablegereier, die Larven, Entschuldigung, haben wir es richtig? Das sind ganz kleine braune Pünktchen. So einen halben Millimeter im Durchmesser. Und die siehst du manchmal, es sind die Korallen voll davon. Nur da guckst du halt nicht drauf, weil die so klein sind und halt in diesem Grau-Braun von den Steinen manchmal untergehen. Aber da, also eigentlich kenne ich keinen Stein, wo kein so ein
Ableger so eine Larve drauf ist. Also kenne ich, Ja, habe ich okay. eigentlich. Ja, frische Keramik aus dem Ofen, die ist ziemlich frei von, ja. Mach mal einen weiter, Lumi. Ja, Sei mal so nett. Moment. Ich, Aber die kleinen sind halt nicht schädlich, also jedenfalls kaum. ja, da waren wir Also schon. da sind wir schon. Also haben wir das durch, ne? Ich Dann würde machen wir sagen, wir Kugelalgen. gehen, das wollte ich gerade Kugelalgen machen sagen. wir mal. Das ist ja auch wieder so ein Ding, was ja auch momentan wieder. Also es sind immer so Trends irgendwie. Geh mal ruhig ein Stück hoch. Da ist dann irgendeine rote Kalkalge oder was das ist. Und da oben sehen wir die Kugelalge. Kugelalgen gab es ja damals so, man solle die nicht zerdrücken, sonst ist es giftig. Kennst du die Aussage? Ja, Und, aber hast du ich es schon kenne mal sie ein bisschen festgestellt? anders. Ich kenne sie halt insofern ein bisschen anders, weil jedes Mal, wenn du eine drauf drückst, hat die so ein Talent, dass genau das, also dass genau das, was in der Kugelalge ist, dir dann ins Auge spritzt. Dann hast du ein Glubschauge wahrscheinlich, oder? Und das nervt ihn ziemlich, aber dass die giftig sein soll, davon weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch Nee, nichts. habe ich auch noch nichts gehört. Dass, wenn du die zerdrückst, dass dann 500.000 andere kommen, das ist bisher so auch nicht passiert. Auch da Wasserwerte in Ordnung bringen, ECP kontrollieren, Stickstoff-Phosphat-Verhältnis einstellen und zu übermäßige Spurenelement, vor allem Kaliumdüngung und Aminosäuren sein lassen, dann gehen die ja wieder weg. Genau, oder hier die schöne, das hast Bild haben wir ja auch von dir, die Mitrax-Krabben, ne? Da sieht Ah, man die sind richtig geil, ja. schön, da sieht man richtig schön, wie Das sie ist ein das da Kundenbild. abknuspert. Das war von einem Kunde, das Bild irgendwo. Ja, Das die ist habe auch ich mir mega jetzt. gefragt. Man kriegt die nur nicht immer, ne? Die kam man ja hauptsächlich aus der Karibik, ne? Ja, die kommt nur aus der Karibik, die Sorte. Aber es geht auch, Perkon gehen auch ganz gut dran. Echt? Habe ich noch nicht Die gesehen, Gedesis Perknon. gehen auch dran. Perknon weiß ich so, Fadenalgen und so, das habe ich schon gesehen, aber hier die Ja, das Kugelalgen habe ich noch stimmt. nicht gesehen. Was denkst du, woher schleppt man die sich ein, diese Kugelalgen? Was sollte der Anfänger darauf achten? Aber ja, auch wieder Also an die Korallen klebt es oder so, ne? wo ich sie sehe, sind halt wieder an den Importstädten von Bali. Also es ist eigentlich jetzt schon wieder so, 2 Jahre gab es ja keine Importstöcke von Bali. Dann Ja. war das geil, echt. Da gab es wirklich nur noch 4, 5 Parasiten, das was halt so aus Australien kommt, die kennst du. Und Ja. kein Mensch hatte mehr Bryopsis, kein Mensch hatte mehr so ein Zeug. Das war echt total gechillt. Dann hat Indonesien wieder aufgemacht und zack ging der Scheiß wieder los. Ja. Und urplötzlich hast du wieder brauchst du wieder Mittel, kriegst wieder Bryopsis rein. Also das schleppst du dir alles in diesen Zuchtfarmen, von den Zuchtfarmen rein. Bryopsis kommt auch gleich noch. Das ist auch ein heißes Thema, finde ich. Ja, das ist echt frech. Bryopsis ist ja echt hardcore, ne? Das Zeug. Ja. Ich weiß noch, damals hat mein Vater doch immer hier von Philippinen mit dem Heger haben die importiert und da sollen die angeblich mal eine Garnele gehabt haben, die das gefressen hat. Daron. Ja, genau. Die Saron marmoratus und Nummer eine soll die anscheinend fressen. Das Problem ist aber, dass diese Bryopsis-Auswüchse jedenfalls nach der ICP nicht eindeutig zuordnenbar sind. Also gegenüber vielen anderen Parasiten hast du bei Bryopsis immer wieder die Situation, dass du sehr viel unterschiedliche Beckentypen hast, also auch was Nährstoffe angeht oder Hemmstoffe angeht und trotzdem sind sie da. Wer die richtig gut frisst, ist die Mensch, wie heißt sie? Die mexikanische Turbo Fluctuosus, die echte von Echt? Mexiko, die frisst die Ah. sensationell. Also, die ist Also richtig, habe ich dir doch mal geschickt. nicht die wir von der Karibik hatten, ne? Das waren ja auch Doch, genau Fluctuosis. die, Die machen das. die dicken, die Scheiße. wir aus der Karibik haben, die fressen die wie doof. Aber, so gemerkt, aber, bei den Fadenalgen und bei den Bryopsis reden wir davon, dass wir eigentlich uns bestimmte Bakterien hier reinholen ins Becken. Und diese Bakterien, die brauchen die Bryopsis und auch Fadenalgen zum Beispiel, damit sie die Nährstoffaufnahme machen können. Und deswegen funktioniert Fluconazol auch so gut. Also das wird ja so, es ist ja ein Wollte gerade sagen, muss Pilzmittel, man wenn wahrscheinlich man erklären, was das ist. genau, wenn man, also wie soll ich es jetzt ausdrücken? Also wenn man vaginal erkrankt ist und hat einen Pilz, dann braucht man sowas. Ja. Da lacht der Lumi. Der Witz aber an der Geschichte ist, dass das kein Pilzmittel in dem Fall wirkt, weil es sich hier nicht um einen Pilz geht, sondern es ist gleichzeitig auch ein Antibiotikum, das gram-positive Bakterien und vor allem auch auf die, um die es da geht,
ganz gut angreift. Deswegen ist es auch sehr speziell, wirkt es da. Es wirkt auch noch beim anderen Bakterienproblem bei Korallen. Nur haben wir halt ein Problem, sie sind ja verschreibungspflichtig und sie können halt so nicht im Handel gehen, auch wenn diese verkauft werden tatsächlich. Aber muss man halt ehrlich gesagt dazu sagen, dass es halt ein ziemlich ernster Verstoß ist, der da begangen wird. Also das Arzneimittelsachen zu umgehen, das wird relativ streng geahndet, jedenfalls wenn man Deutscher ist, und Holländer ist nicht. Und daher kommt das dann praktisch über Holland rein. Ich kann es in dem Fall sogar nachvollziehen, weil es wirklich, wirklich übel ist, Ja. wenn sie sich in dem Becken mal massiv ausgebreitet hat, muss man leider Früher sagen. gab es die immer mal mit Lehmgestein, da waren die drauf. Wir haben die dann immer sorgsam entfernt, auf jeden Fall. Oft habe ich es bei Kunden gesehen, wenn die halt irgendwo Korallen geshoppt haben, dann war da irgendwo so ein kleiner Strang mit dran. Ich hatte Das es reicht auch schon, mal. ja. Ich hatte hier so eine Schnecke, die so aussaugen soll. Diese Brokkolischnecken oder wie heißen die? Diese grünen. Ja, ist da das Kinkerlittchen. Ja, die hatte ich auch mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, diese Schnecke. Und die hatte man dann da eingesetzt. Aber so richtig natürlicherweise gab es ja jetzt nicht so wirklich viel, ne? Was mir so einfallen würde. Achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr einkauft. Man kann das sehen, die sind sehr filigran. Also ich hatte schon Kunden. Jetzt hat Lumi mir meinen Stick weggenommen. Ich Welchen? hatte schon den roten. Das ist aber das, was wir hier Du sehen, hast ist gerade was die. gemacht. Cursor ist weg. Ach du, Moment, da müssen wir den wieder retten. Ich hole ihn dir. Erzähl ruhig weiter, Claude. Alles Also gut. das, was man hier sieht, Blumenkohl. ist aber die Zweitfolge. Also die Alge hat zwei verschiedene Abläufe drin. Wenn sie dann frisch kommt, sieht sie aus wie so ganz kurzes, relativ starke Fadenalgen, hellgrün. Und sind so kleine Pümpelchen, die dann so überall fein verteilt sind. Das ist so die erste Darstellungsform. Und dann wandelt sie sich zu diesen Art. Und da gibt es aber auch drei verschiedene. Also es gibt eine dunklere, eine hellere Variante und sie sind unterschiedlich gefiedert. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass in den Becken, bei denen es massiv ist, immer wieder eine Störung im Stickstoffabbau da ist. Also in ganz massiven Becken, wo die Korallen gut wachsen, also ausreichend Hemmstoffe haben. Also da wäre jetzt ganz wichtig, dass zum Beispiel Brom und Fluor und Jod wirklich eher am oberen Level stehen. Da ist die Verbreitung deutlich geringer und gehemmter. Und eine massive Zudosierung auch von Bakterien hilft da auch, das mit zu unterstützen. Ja? Wenn wir jetzt gerade bei denen sind, da gibt es ja ein Produkt, das heißt The Rye Brand aus den USA, was da so ganz groß reingeschlagen hat in diesem Art und Weise, dass ja nur anscheinend nur Bakterien waren. Da ist er jetzt aber Gott sei Dank, denn es kommt ja immer irgendwann mal raus, natürlich auch rausgekommen, dass da 3,5% eines gewissen Algizides dann drin sind. Also die reine Okay. Chemiekeule, meint, dann hätte man gleich die NOx nehmen können. Aber das funktioniert da auch nicht richtig, weil es dafür auch gar nicht gemacht ist. Also wir sagen auf gar keinen Fall die NOx verwenden bei Bryopsis, weil es geht um ein Bakterienproblem genau genommen. Es geht gar nicht um ein Algenproblem, sondern wir haben ein Bakterienproblem. Und das macht es eben bei Bryopsis Ups. meistens so schwierig. Was ist denn das hier eigentlich? Eine rote Alge hast du da dran, sehe ich, so einen Salat, ne? Ja, das ist eine von unseren Rotalgen, die wir züchten. Die Und sind gut. die sind okay, ja. Und da haben wir jetzt ein paar Bryopsis da drin. Hier. Und es gibt dann noch eine andere Alge da unten, die können wir beim nächsten Mal aber machen, weil da Ja. mache ich mal eine richtige Bestimmung, weil mir fallen auch nicht immer alle ein. Also hier könnt Und ihr deswegen zumindest habe ich die jetzt mal fotografiert. die Salatbar von Fauna Marin sehen. Was immer so zum Mittagessen hier Sushi-mäßig gibt. Mein, Auf jeden da ist Fall. jetzt, da ist Was, jetzt bei bitte? uns ist es immer relativ Wurst, weil es die Quarantäne ist. Ich kann einfach die Behälter werden desinfiziert und habe das Thema wieder vom Tisch. Ne? Das ist Ja. okay, weil hier kommen keine Schnecken rein. In der ganzen anderen Anlage haben wir immer unsere Turbos und da haben wir die eigentlich nicht, weil die wirklich alles komplett niederhalten. Niedermachen. Lumi, was hast du gerade gesagt? Meerwasserdill. Sieht aus wie Dill. Ja, stimmt. Ja, aber Ja, manche. schmeckt aber nicht so. Ich hab Ausprobiert. schon Kunden gehabt, die haben gedacht, das wäre hier so Taxifolia, ne? Diese Caulerpa-Arten, diese Ja. tollen Algen, die man so nimmt zum Einfahren. Gab es tatsächlich, ich weiß nicht noch, so in den 90er, Schön. 2000ern. Oh, ich habe Caulerpa aus den Steinen. Und dann hatten die halt diese schöne, bescheidene Das Bryopsis eine da. oder andere soll auch verkauft worden sein, ne? Also als Kollerbar, aber gut. Ja, das gab's auch. Vielen lieben Dank. Da wurde ein Sub verschenkt an Richie 1979 von der Micha Cruiser Reefer. Dankeschön. Oder andersrum, Richie hat dem der Micha Cruiser Reefer ein Stufe 1 Abo geschenkt. Danke an Richie. Also, man Ach, muss es noch richtig rumlesen. ich habe hier noch eine spezielle Freundin, die Katha, die hier schreibt.
Ja. Ja, das können wir jetzt noch erklären mit Gramm positiv und negativ, aber das machen wir ein anderes Mal. Passt schon. Sehr schön. Gucken wir uns das nächste Bild an. Wir sind ja gerade so schön im Genau, wir Zyklus sind hier. hier durch Sind wir tatsächlich. durch? Okay, dann gehen wir Aber mal. um das mal Ja. kurz einmal zusammenzufassen, würde ich sagen, also alles, was wir bisher hatten, basierte ja immer irgendwie auch auf Bakterien und irgendwelchen Ungleichgewichten, ne? Kann man doch eigentlich so zusammenfassen, oder? Ja, Also das ändert das, sich auch nicht. genau, das ist hier jetzt auf jeden Fall bei den Algen, finde ich, sehr ja, gut zu sehen. Was ich zum Beispiel bei mir im Becken habe, da haben wir, glaube ich, gar kein Bild von. Sind ja Cyanus und das ist ja definitiv, also mein Nitrat-Phosphat-Verhältnis passt halt einfach nicht. Dementsprechend ist das dann da halt, ja, kriegt man diese roten Belege halt, ne? Sieht bei uns Menschen auch. Wenn da was nicht stimmt, kriegst du auch mal einen roten Belag oder was anderes. Also lieber Anfänger, Basics, wie auch immer. Naja, guck dir doch mal solche Pubertiere an, ne? Wenn sie so 12, 13 werden und so ein bisschen die Hormone durcheinander kommen. Abgesehen mal davon, dass sich die Synapsen auflösen, alle haben sie dann manchmal auch so einen roten Belag im Gesicht. Also schon vor. Der Claude kann auch ein Lied gerade von singen, ne? So habe ich das mitgekriegt. Ja, das Die, habe ich jetzt mit der Absicht nicht Inrhythmus zu gesagt, falls Hause. jemand zuhört, weil sonst werde ich heute Abend noch eine echt ernsthafte Diskussion haben, wie ich das überhaupt wagen kann, darüber zu sprechen. Ja. Aber da ist jetzt jedenfalls, was die Farbe angeht, ist das völlig in Ordnung. Da geht es eher ein bisschen jetzt um die Auflösung der Synapsen. Also von dem her haben wir da einen gewissen Eiweißtransfer. Ich nenne es immer so, von oben nach irgendwo hin. Ja. Ja. So als Tipp auf jeden Fall, also wenn halt ihr Basics, also Anfänger seid, achtet halt auf die Qualität von Steinen, die man so einkauft, achtet auf die Korallen später, die man einkauft, dass die vernünftig vorbehandelt sind, vernünftig gezüchtet sind. Wir haben jetzt ja so einen Fall gehabt mit Wunderkorallen, Catalaphilia, ne? Da gab es ja auch, also wir kommen ja gleich so Richtung Parasiten auf jeden Fall bei Korallen. Das ist ja momentan echt gruselig, da werden wir wahrscheinlich die Anfänger jetzt zu bewegen, zu sagen, ich höre auf mit dem Scheiß oder fange gar nicht erst an. Da gibt es ja echt teilweise Hardcore-Sachen. Ich gehe mal eben in die Option Bilder und gucke Aber mal eben. Ja? Marc, du sagst es immer. Also wenn du das jetzt Ja. gerade so sagst, du gehst immer hin, sagst als Anfänger oder als Beginner, ist ja eigentlich das bessere Ding, sollte ich darauf achten, dass. So, das ist jetzt von Genau. meiner und von deiner Seite ja wirklich easy gesagt, Ja. weil gucken wir uns jetzt seit Genau. 30 Jahren an den Scheiß, haben es aber die ersten 10 Jahre auch nicht gespannt. So, Ja. und jetzt sagen wir aber ein Beginner, so wie unser Informatiker neben dran sitzt, du Gucker, halt mal, wenn du die kaufst, dass die auch richtig schön gezüchtet ist. So, jetzt ruft er dich an und sagt, ist die auch schön gezüchtet? Jetzt sagst du, nee, ich hau immer drauf aus Spaß. So, kriegt er überall gesagt, ja, nee, bei uns, guck mal, wir haben einen riesen Betrieb, natürlich ist das so. Woher, jetzt mal wirklich ernsthaft, im Grunde genommen hat der Beginner und der Anfänger überhaupt gar keine Chance. 0,0. Weil, woher soll er denn das jetzt herstellen? Wenn ich einen Rechner kaufen gehe und er sagt mir, da ist eine XY-Dreifach-Grafikkarte drin, damit mein Facebook besonders toll aussieht, kann ich ihm das jetzt glauben oder auch nicht? Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was das ist. Ich weiß auch noch nicht mal, warum die blöden Bilder bunt sind auf diesem Bildschirm. Ist mir auch egal. Anmachen, fertig. So, wie soll denn jemand jetzt wissen, die eine Catalaphilia kommt jetzt aus Indonesien? Aus versehenerweise, die andere aus Australien. Jetzt packt er sich zwei Stück rein, wundert sich, warum eine am Arsch geht, wieso bei der nächsten, warum bei der nächsten eine Krabbe rausrennt. Dann macht er einen ICP-Test, weil es die Leute sagen. Und dann soll der ICPler anhand des Tests sagen, warum eine Krabbe aus dem Arsch von der Kata fliegt. Ja? So. Da sind wir doch bei dem Thema, such dir den Handel des Vertrauens und kauf nicht wie ein wilder Luchs in der Gegend rum. Kann man doch anders Ja, so nicht sagen, oder? Ja, aber diese sehr plakativen Werbeaussagen jetzt, dass sie sie bei dir kaufen sollen, das wollte ich jetzt noch lassen für später. Aber im Grunde genommen, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Woher will jemand, der beginnt, wissen, ich habe die Kata jetzt zum Beispiel aus Indonesien oder sie ist aus Australien? Du wirst keinen Händler finden, der eine indonesische hat, der dann, oder jetzt aktuell eine australische, der dann halt sagt, habe ich gerade aus Australien importiert. Der rennt dann nicht durch die Gegend und sagt, dass die eigentlich gar nicht da sein dürfte. So. Die Frage ist ja auch, ich denke, manch ein Händler weiß auch gar nicht, welche Kata er da gerade eingekauft hat, je nachdem, wie sie deklariert Nee, wird, ne? wenn die vom Großhändler kommen oder von, sag ich mal, einem anderen Land jetzt als Deutschland, dann kann es schon auch mal sein. So, und dann haben wir aber gleich
ehrlich gesagt ja ein viel größeres Problem. Ja? Wir haben das Problem, dass wir Tiere aus unterschiedlichen Bereichen zusammenstecken, die mit ihren Bakterien nicht zurechtkommen. Dann haben wir die ganzen Einzeller, die auch nicht so wirklich zurechtkommen damit. Dann kommen noch die ganzen Krebse dazu, die drin sind. Aber was meinst du denn, wie ein Beginner anfängt, wenn ich ihm erst mal sage, was eine Katze prinzipiell alles haben kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er die umnietet? Also ich meine ganz ernsthaft, das sagt, die hauen die ja alle ab. Ja, genau. So, und Richtig. dann bist du der Einzige, und wie gut das wirkt, hast du ja an der Story vorher gehört. Man hat mir wirklich gesagt, also ich gehe lieber dahin, weil da hat es definitiv keine Parasiten. Und ich habe ja nur gelacht, dass er ja nur, wenn man sie nicht sieht, sind sie da. Also ich komme gern mit, ich zeige dir, wo die stecken. Das kann ich gut. Ja. Das muss man halt wissen, ne? Das muss man halt Ja, wissen und wie aber. Patrick schon sagt, kann es halt den Händlern des Vertrauens nur. Alles wirst du auch nicht entdecken. Ist ja so. Nein, es ist auch nicht so schlimm, weil man das meiste ja gut behandeln kann und es auch nicht diese Riesengefahr ist, wenn es eine ordentliche Firma ist, dann arbeiten die alle nicht so schlecht oder gucken dann danach. Das ist gar nicht so sehr das Thema. Die Ja, einschleppen ein. aber ich sag dir ganz ehrlich, es hat ja einen Grund, warum ich mich entschieden habe, jetzt bei Fauna Marine zum Beispiel die Korallen zu kaufen. Weil da bekomme ich halt eine gut gepflegte Katadaphilia, die zumindest dementsprechend vorbereitet ist, dass sie mir halt nicht gleich hops geht. Verstehst du, wie ich meine? Und da hast du doch deine Ja, und das Systempartner kann. letztendlich, die ja aus eurer Korallenfarm kauft. Darum geht's doch. Und das ist Ja, doch aber nochmal jetzt eine reden Safeheit für Anfänger. wir reden jetzt aber von einem Beginner. Ein Ja. Beginner geht dahin. Das ist wie wenn ich jetzt ein Hobby anfange. Was weiß denn ich? Fliege ich Drohnen jetzt? Ja? Dann gehst du in so ein Forum rein, da erzählen sie dir 14 Feuerstein, womit du die Drohne mit welcher App dann noch zusätzlich 2 Kilometer mehr Speed kriegst, während du das Ding erstmal ganz gepflegt gegen die Auswand bretterst, weil du nicht blickst, ob du nach rechts oder links fliegen sollst. So. Und jeder Drohnenhersteller hat die mit Abstand tollste Drohne, die ja sowieso von selber fliegt und alles kann. Und genauso ist ja da. Ich meine, du gehst in die Läden rein, die Läden sehen schön aus, es stehen Leute da, die ganz gut reden können. Woher soll ein Beginner feststellen können, dass er jetzt zum Beispiel, was weiß ich, bei dir oder wegen mir auch bei Mutzek oder sonst irgendwo mit Leuten zu tun hat, die über eine gewisse Erfahrung verfügen? Weil sagen tut's jeder. Ja, Soll klar. der erstmal ein Jahr in die Anlage gehen oder soll er erstmal hingehen und sagen, Nein. du, schön die Karte, lass die aber bitte mal 3 Monate stehen und dann kaufe ich sie? Das wird ja nicht passieren. Und deswegen ist es echt schwierig und ich finde es manchmal auch sehr einfach gesagt. Ja, dann guck halt, Ja, das dass ist das richtig, ordentliche lebende aber Steine ist. Woher soll er wissen, wie die aussehen? ja, gut, das haben wir letztes Mal im Stream erklärt, wie die sein sollten Ja, und so weiter. okay. Dafür machen wir dieses Transparente, ja, das ist ja das Ziel. Warum machen wir diese Basic-Streams? Um genau um solche Themen zu reden. Also das heißt, ich habe mir letztens auf YouTube einen angeguckt hier, der ist so Automatenaufsteller. Und der ist genauso, das heißt, der ist sehr transparent, der erklärt das und so weiter. Und das ist ja unser Job, den wir hier machen. Darum geht es ja letztendlich, um gerade die Anfänger aufzuklären, soweit wie wir es können. Oder halt auch einfach uns zu empfehlen. Das ist doch legitim. Und alles wissen tun wir eh Das nicht ist ja oder nicht finden, das das ist halt Thema. so. Ne? Ja. Nein, ich meine, dass ich es halt echt für sehr, sehr schwierig halte. Recht, also generell. Und wenn du dann selbst was schreibst, also so wie wir es jetzt mit ICP über die Elemente gemacht haben, wir werden es jetzt auch Ja. über Parasiten machen, wo wir die genau erklären, ist halt schon so, dass du halt auch feststellen musst, dass halt, sagen wir mal, schon bei einem großen Teil die Zeit, sich da einzulesen, jetzt im Moment nicht so gegeben ist. Also wie gesagt, sobald du natürlich das sehr einfach hältst, ist halt auch schwierig, diese Unterschiede dann aufzuzeigen und zu machen. Deswegen, ich plädiere schon immer dafür, einfach, deswegen zeigen wir ja auch die Quarantäne, deswegen kriegst du sicherlich Kata woanders auch mal einen Zacken günstiger. Das mag schon sein, aber du siehst ja selber, dass sie dann halten und dass man halt auf die Quarantäne dann geht. Ja. Also ich Wir. denke, ich als Anfänger, ich kann da, grätsch da mal kurz zwischen, weil es ja ganz gut passt. Das Thema, was wir eben schon hatten oder was wir auch die letzten Male schon hatten, Fachhandel ist, denke ich mal, das A und O. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Fachhändler auf der einen Seite habe und einen guten Systempartner auf der anderen Seite, ich sag mal, wie Fauna Marine, die gute Salze herstellen, etc., Zusatzversorgungsprodukte und so weiter und so fort, dann ist ja schon die halbe Miete quasi gemacht für einen Anfänger. Wenn ich dann noch eine ICP mache und meine Biologie halbwegs vernünftig ja, am Laufen halte, dann habe ich ja eigentlich schon ja, dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete, ne? Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tiere noch von Nautilus oder vom Mark, egal welcher Händler, es gibt ja nun ganz viele Händler, aber in unserem Fall jetzt, wenn ich den vom Mark beziehe und der bezieht sie von dir, Claude, dann habe ich ja auch einfach, ich als Anfänger ja auch nochmal zusätzlich
eine doppelte Sichtprobe. Selbst wenn bei dir mal was durchrutscht oder Marc was mitkriegt, dann sieht Marc das vielleicht ja. Ne? Also es ist ja sogar ganz gut, wenn man da noch mal so eine Stufe zwischen hat. Also deswegen machen wir ja. diese langweiligen Unboxing-Streams, musste ich mir ja sagen lassen, wo wir halt ja auch, wenn wir Korallen auspacken, halt einfach nochmal auch über die Koralle gucken. Das werden wir mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen intensiver machen beim nächsten Mal. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Also sprich diese Transparenz nochmal, ne? Was wolltest du Ja, sagen, Claude? muss auch. Also ja, aber ich finde, da siehst du es ein bisschen zweidimensional. Es hat einen anderen Grund. Also ich kenne Marc jetzt ja schon einige Zeit. Ich weiß, ich kenne ja seinen Weg und wie lange er schon wo arbeitet. Und was das Wichtigste ist bei der ganzen Geschichte, und das kann man als Ding nehmen, ist die Erfahrungszeit. Es gibt Kellerbetriebe, wo ich die Jungs kenne, die seit 30, 35 Jahren Meerwasser machen, die oftmals nicht unbedingt jetzt wissen, dass da jetzt ein Kobepode drin ist oder wie der jetzt heißt. Aber sie haben so ein unheimlich geiles Gespür dafür zu sagen, na, die Koralle ist nicht so richtig. Ja? Die ist so ein bisschen stumpf, die ist nicht so, die, nee, nee, lass mal stehen, die ist jetzt nicht so. Diese Erfahrung von Leuten, die seit 20, 30 Jahren das ganze Spiel machen, die halt schon fünfmal sich eine Koralle in den Kopf gehauen haben, sagt, ich verstehe nicht, warum die kaputt ist, bis sie dann halt gemerkt haben, dass halt eine Geilkrabbe drin steckt. Die ist wichtig in dem Fall wichtiger als jetzt, sagen wir mal, der schöne Laden oder wer auch immer, sondern das ist so ein Gefühl, das man dann braucht. Wie sieht die Koralle aus? Wie ist sie gewachsen? Ist sie ein bisschen stumpf? Ist sie nicht stumpf? Das ist teilweise wirklich schwer zu erklären. Das ist einfach so ein Gefühl, wo man dann drauf guckt. Also bei den Gonny sieht man es zum Beispiel eigentlich schon ziemlich gut, wenn sie einen Borstenwurm hat oder nicht. Wenn du mal 1010 hast, sagst du ganz klar, die und die. So, dann holst du dir die gleich wieder raus. Aber da hast du halt eben auch schon mal die ersten 100 übersehen zum Beginn der Karriere. Und sagen wir mal, das halte ich noch für viel, viel wichtiger. Also dass die Kunden auch teilweise hingehen, das sind zwei Sachen wichtig. Einmal die klare Erkenntnis, dass egal wie man sich Mühe gibt, egal was man macht, es definitiv kein parasitenfreies Aquarium gibt. Gibt es nicht. Aber da kommen wir vielleicht nachher, müssen den Punkt wieder aufnehmen. Wenn man dann die richtige Einschätzung dazu mal bringen muss. Also, dass Parasiten im Becken sind, ist sogar zum Teil gut. Das ist auch richtig so. Nicht alles ist ein Parasit, nur weil es eine Koralle schädigen könnte. Und da müssen wir nachher mal drüber sprechen, wie man das generell vermeidet. Aber die Erfahrung von demjenigen, der die Tiere verkauft oder züchtet oder macht oder tut und der Blick, den er da drauf wirft und auch die lange Erfahrung über seine berufliche Zeit. Und da bin ich halt wieder der Meinung, dass halt im Großen und Ganzen es einfach so ist, dass man, wenn man professionell ist, einen Beruf auch professionell ausübt. Das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag da dran und nicht 2 Stunden an einem Samstag aus dem Heimaquarium drauf. Das kann einfach nicht funktionieren. Da gibt es gute Leute, die ein gutes Gefühl dafür haben und die in bestimmten Bereichen da sind, aber deren Fachkenntnis und deren Erfahrungsschatz, was Probleme angeht, die kann nicht ausgeprägt sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil da kommt es extrem auf Gefühl und auf Erfahrung an. Ja, ich wollte sagen, man lernt ja auch immer noch dazu. Es gibt ja auch Dinge, die ich jetzt so hatte, jetzt auch durch dich halt kennengelernt und so, weil ich es vorher gar nicht wusste. Ich freue mich schon auf dieses Operationsvideo nachher von dieser Garnele da. Das war ja Hardcore. Ich finde nach wie vor jedes Jahr gute 5 bis 10 neue Sachen. Ja. Und die müssen schon da gewesen sein. Es kann gar nicht sein, dass die Ja, neu ja. sind. Die sind mir garantiert schon seit 20 Jahren rutschen die mir durch, obwohl ich die blöden Viecher eigentlich ohne Probleme finde oder sehe. Ja? Was haben wir hier? Plagegeist? Naja, Tubularie, ne? Oder? das ist Oder halt was für die hast du da? SPSler. Nee, das ist jetzt eine Acropora-Wurm. Stimmt, Tubularie hatten wir keine Bilder, ne? Hast du auch keine gefunden, Nee, ich habe keine mehr. Keine Ahnung, warum ich ne? keine mehr habe. Wahrscheinlich, ja doch, ich weiß warum, aber. Aber die sehen ziemlich ähnlich aus. Also nur auf dem oberflächlichen Blick natürlich. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wenn man die aus der Nähe aufnehmen würde, eine Tubularie gegen diese Schnecke hier, sieht es schon ein bisschen anders aus. Wir hatten nur leider Also, kein Bild gefunden. Ich habe auch keine im Moment. ja, warte mal schön. Also grundsätzlich sagen ja die Leute immer, wenn wir es ja einfach machen wollen, Planarien. So. Aber es gibt keine Süßwasserdinger, ne? Planarien. Das sind Süßwasserviecher, ganz genau. So. Ja. Das heißt, wir haben es mit dieser so rotbraunen Tubularien zu tun. Ich mache mal schön kurz ein Bild auf und
koppel uns da mal schön kurz weg, dann Ja, kannst du warte, auch als Hilfe zu. ich mach dich mal, warte mal eben. Ich Ja, muss mal mach mal, gucken. übernimm mal. Lumi, wo haben wir Partner groß? Haben wir, ne? Geht nicht, sehe ich Ja, gerade. nee, den haben wir nicht drin. Nur Ja, ich, hallo. Das das heißt, ist jetzt. Der ist warte. nicht. Warte, 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 du bist auf Dreierkonferenz, ja. Ja, stimmt, wir haben die Großoptik nicht mit drin. Ja, ich habe eine andere Idee im Moment. Ja, so Da geht's ist er auch. doch. Ja, Genau. da haben wir eine Tubularie. Da gibt es auch verschiedene Farben. Rote, braune, weiße. Ja, ein bisschen Genau. noch nach von uns aus gesehen rechts. Dann, ja, Ja, so ist so ist schön. perfekt. So ist gut. Genau, Also Tubularie. übrigens mal einen kleinen, ganz kurzen kleinen Werbehinweis. Auf korallenriff.de gibt es das Meerwasserlexikon. Da sind auch viele Parasiten Ja. beschrieben. Genau, Und das danke an macht Robert mein, Bauer. genau, das macht mein Freund Robert Bauer, der sich und mit einem Team zusammen von einigen Leuten, die stehen auch vorne drauf, die wirklich seit Jahren jetzt schon sehr unermüdlich alles zusammensammeln und machen und Ja. tun. Also es ist ein wirklich, wirklich gutes Werk, wenn auch schon älter und die Webseite jetzt vielleicht nicht neuesten Dingen entspricht. Aber für alle Beginner da draußen, das Meerwasserlexikon, da könnt ihr euch unheimlich viel Informationen nochmal zu den zu Parasiten oder eben zu solchen Tierchen nochmal holen. Und es wird da immer wieder aktualisiert. Also das muss ich wirklich ans Herz legen jedem. Robert Bauer, korallenriff.de, Meerwasserlexikon. 2 Millionen Ja, ist ja, Aufrufe im Monat. gesagt, ist ja Also. ein Urgestein, ne? Mittlerweile. Ja. Urgestein, kenne ich noch aus Anfangszeiten. Ritchie spült die mit Osmosewasser ab. Okay. Ja, wie wird man denn. Jetzt sind wir. Tubularie ist jetzt weg. Tubularie, um auf das Thema nochmal zu kommen, da haben wir ja. Wie hieß das Zeug, was sie da? Konkurat, ne? Kann sich noch erinnern? Konkurat. Und wenn du dein Ja. Aquarium killen wolltest, hast du Konkurat reingeschüttet. Das gibt es Ja, aber bestimmt, glaube ich, noch, ne? es geht heute einfacher, wenn man, man kann die, man kriegt sie ganz gut weg mit Lantan, mit einer Lantanlösung und absaugen. Wenn man es aber nicht richtig dosiert und wenn man da nicht ein bisschen auf die KH aufpasst, dann kann es auch sein, sie kommen mal tatsächlich wieder. Aber man kann sie mit Absaugen eigentlich recht gut in den Griff kriegen. Viele Fische fressen es, Mandarinenfische und die, Mensch, diese kleinen Spinnfische, wie heißen die? Die Mandarinen, die Also keine Farbe haben. wir haben Sinchiropus marmoratus haben wir da Ja, und genau. den Ornatus heißt er, das ist der von Indonesien, dieser braun-weiße. Der ist Ja, noch die hauen die effektiver, gut habe weg. ich festgestellt. Die gehen auch bei den Akroporen drüber und picken die so ab und so. Also Sinchiropus-Arten, ja, die sind sehr gut. Genau. Die würde ich auch immer empfehlen. Die sind vor allem auch tatsächlich auch gegen Acropora-Strudelwürmer ganz gut. Wobei wir den, was wir hier da sehen, ein Typ 2 ist. Das ist nicht der klassische, ist aber auch nicht Warte. ein, Ich der muss erst wieder neue. drauf gehen. Genau. Da. Den hast du Ja. jetzt wo gefunden? Den hatte ich jetzt heute aus dem Import mehr von, habe ja ewig braucht, aber ich habe tatsächlich da noch einen gefunden. Aber das ist einer von diesen neuen, wobei das ein ganz kleiner ist. Also der ist nicht mal halbwüchsig. Denke ich mal, 5, 6 Tage alt, vielleicht maximal eine Woche. Wo hast du den jetzt gefunden? Auf welcher Koralle? Akro Auf oder wo? einer Akro, ja. Okay, wo Die sitzen die hocken da? immer fast auf den Milleporas, hocken die. Indonesien-Import von letzter Woche. Sitzen dann so irgendwo dazwischen? Also, wo findet man die denn genau? Ach du, keine Ahnung. Also ich rieche die. Ich rieche die echt, also ich gehe echt drüber. Das schreit noch nach Fotokollage. Nee, Stell mir also das die gerade Dinger vor, wie da, er einfach die. so die eine Art mit. Du brauchst nur die Koralle angucken. Also es ist ohne Scheiß. Wenn ein Wurm auf einer Koralle sitzt, brauchst du dir nur die Koralle angucken, siehst du sofort. Hat keine Farbe, hat irgendwie so ein stumpfes Aussehen und dann, da brauchst du gar nicht warten, bis die voll gefressen sind, irgendwas dran, sondern du findest dann immer. Ja, So. ist ja auch ein bisschen eklig eigentlich, ne? Ein bisschen ist das schon eklig. Nein, die sind schon ganz spannend. Also ich, nee, ich finde das nicht. Ich finde nicht, dass die eklig sind. Überhaupt nicht. Sondern sie sind wirklich an sich sehr spannende Tiere, die knallhart im Nehmen sind, also was die Eier angeht oder sowas. Und die ein ganz interessantes Verhalten auch zum Teil haben. Also generell betrachtet sind sie echt okay, wenn sie jetzt nicht gerade die Akros fressen würden, was aber echt doof ist. Aber man, weißt du, wenn damit der. Was soll ich sagen? Also, ich meine, da gibt's noch mehr Leute, die nieten ihre Korallen um, weil sie einfach keinen Bock haben, sich auf andere mal was zu hören. Also, wenn ich mir diese ganzen YouTube-Schranzen angucke, die heute über Meerwasser was berichten und dann ihre eigenen Erfahrungen machen wollen, um Tiere umzunieten, da finde ich das ja 100-mal ekliger, als dann so ein Tier, das eigentlich ja gar nichts dafür kann. Also, schon in Ordnung. Ja. Ja, heute bin ich ein bisschen krawallig, ich weiß, ich meist schon. Ja, alles gut. Aber ich weiß schon, was du meinst. Da gibt es ja noch viel ekligere Sachen, wenn du jetzt mal siehst, wie die Parasiten mit anderen umgehen. Also das ist ja schon nicht nett. Ah, jetzt weiß ich das. Das war echt,
das war dein Lieblingsvideo jetzt, ne? Die Moment, Tage. Moment, darf ich mal einmal? Ja, zerstör wieder Sollen wir mal. vielleicht mal bei den AF. Ich habe hier noch ein zweites Bild von den AFWX, von den Ja, wir haben ganz Akkuschrauber-Dingern. viele. Wir müssen da einfach mal reingehen und dann müssen wir das AFX durchklicken, aber der Lumi muss gerade den Cursor wieder reparieren. Ja, bevor wir das jetzt Warum? machen, machen wir mal die anderen, machen wir mal Acropora-Würmer, weil die Auf sind dieses natürlich Garnelending schon. freue ich mich am meisten. Das ist echt die Geißel der Mensch, also die Geißel der Aquarianer, die Acropora-Würmer. Es gibt ja auch ein paar Produkte, die da schon relativ gut wirken, leider nicht immer. Aber wir haben es auch mit mindestens drei, vier Arten zu tun, die da eine Rolle spielen und scheinen auch zum Teil recht Acropora-spezifisch zu sein. Also Tenues-Variante, Millepora-Variante, auch in diesen Gruppen drin. Na, Scheint Lumi, manchmal kommst auch du ein klar? bisschen was mit den Bakterien zu tun haben. Findest du es? Ja, Moment, Moment, Nee, er Moment. baut noch am Cursor gerade rum. Ich habe auch diese neuen, diese New Eye, habe ich auch noch Genau, wir machen den Bilder. Ordner gleich mal auf und dann müssen wir da durchgucken, weil ich nicht weiß, ob wir das alles richtig zugeordnet haben. Da sind halt ein paar Sachen bei, da kennst du dich besser aus als wir. So, ist live. Und genau, da rechts, wie, wo, da. Ja, das Ah, sind jetzt jetzt. Jungtiere, das ist jetzt die normale AFW. Schon ein uraltes Bild, ich glaube, aus dem Meerwasserlexikon irgendwo geholt. Ja, das ist bei uns hier alles ein bisschen, Ja, das ja, müssen wir nicht jetzt sehr einfach schnell geht. durchklicken. Alles Wir in haben hier einem so Ordner einen, quasi. genau, wir haben jetzt hier so einen AFWX-Ordner gemacht. Genau, und so viel habe ich jetzt leider keine Bilder mehr auf die Schnelle bei Ja. mir raussuchen können und Muss sagen, gefunden. nimm mal Claude beiseite. Kannst du das? Das Das ist kann nur ich, jetzt ne? So, mach mal. Ja. so der Darf typische ich? kleine. Das sind so jetzt typische Junge auf eine bereits abgestorbene Koralle drauf, wo Geh man mal sieht, ruhig mit diesem weiter. hellen Mittelstreifen drin. Das ist diese Amoxana plana, also die auch beschrieben steht. Mit verschiedenen. Nee, das ist jetzt was anderes. Okay, machen wir Nee. weiter. Okay, Das kann muss sein, man wie gesagt, die gucken. Zuordnung. Wir haben das Ja. einfach so gemacht, wie es da stand. Sonst musst du es nächstes Mal Das selber ist jetzt eine zuordnen. Dann ist es dann. Ziliateninfektion. Da seht ihr jetzt zum Beispiel Ja, eine. okay, dann machen wir das mal hier. Genau, da sieht man jetzt so ein typisches Fraßbild. Also was man bei denen immer sieht, das ist so die Position zwischen den Ästen, wo sie gern drin sind. Und es kommen dann diese hübschen kleinen weißen Pünktchen auf der Unterseite von den Acroporen dann rein. Je nackter die Acros sind, umso lieber mögen sie die. Aber eben, wie gesagt, auch die beliebten Millepora und Tenues, Hier, die ne? wir gerade haben, tischartigen, da gehen sie echt gern ran. Und es ist dann auch, um es kurz zu erklären, eine Temperaturgeschichte bei denen. Bei höheren Temperaturen vermehren sie sich deutlich schneller. Auch die Reproduktionszeit ist schneller, sodass kühle Temperaturen bei der Bekämpfung von denen helfen. Zuzüglich gibt es Anzeichen dafür, beziehungsweise eigentlich sind wir ganz sicher, dass Aminosäurendosierung und vor allem Bakteriendosierungen für eine Explosion von denen sorgen können. Das heißt also, wenn man die schon mal drin hat, dann sollte man auf Zusatzbakteriendosierung unter zusätzlichen Aminosäuredosierung oder Salze mit Stärkeninhalte, also so diese Salze mit irgendwas extra, mit Bakterien, mit 14 Feuersteinen drin, auf die sollte man dann verzichten. Dann kriegt man sie besser in den Griff und vor allem bei Temperaturen um 23, 24 Grad haben die eine 21-tägige, brauchen sie 21 Tage, bis sie dann geschlüpft sind und dann nochmal länger und dann können auch die Mittel besser wirken, die Geh mal in einen diesen weiter, Lumi. Reproduktionszyklus reingehen. Ja, da sieht man das auch nochmal, ne? Ist das die gleiche So. Koralle da, oder? Das ist die gleiche Koralle. Da sieht man es ja Ja, auch ne? noch in der Mitte des Kleinen. Da sieht man das Fraßbild und das Fraßbild ist jetzt so etwa 3 bis 5 Tage. Was machst du denn dagegen? Die sind ja jetzt in Quarantäne. Die werden jetzt alle abgespült. Also da passiert eigentlich gar nicht viel. Die baden wir nicht mal, sondern die werden jetzt alle einzeln sowieso abgesucht. Das ist ganz normal. Die sind jetzt am Donnerstag gekommen oder am Mittwoch und jetzt war am Wochenende keiner da. Also Montag, Dienstag geht es weiter nach einer Woche. Und die werden jetzt mit einer Spritzflasche werden die sauber abgespritzt. Ja, noch haben sie keine Eier gelegt und dann geht es wieder zurück in die Quarantäne, bis es vollständig verheilt ist. Dann werden sie nochmal angeguckt, nochmal abgespritzt und dann werden sie wieder stehen lassen. Nach 2 bis 3 Wochen gehen sie aus der Quarantäne raus, 4 Wochen manchmal, und werden dann gebadet und dann kommen die erstmal in die hintere Anlage. Da bleiben sie dann da stehen und wenn sie dann gut sind, werden dann entweder Ableger gemacht oder Zugtier oder was auch immer im Ganzen verkauft und dann gehen sie in den Shop rein. Also zwischen 2 und 8 Wochen sind die meisten Tiere dann sowieso da, vor allem wenn sie schon einen Befall haben. Geh Aber mal das weiter. kommt immer bei ein paar Prozent kommt es vor. Was haben wir hier? Deswegen gibt es Das ja war die auch. Quarantänebecken. Das war auch Da unter sieht man jetzt AFX. die Eier zum Beispiel. Dieser Rotz da? Dieses braune Gelump oder was? Nee, Oder diese was sind gleich da die Eier? gelbbraunen, genau.
Wenn du Okay. mal den Pfeil so einen Zentimeter nach oben schiebst, dann siehst du die Eier ganz genau. Lecker. Nach oben. Noch Jetzt noch weiter. ein bisschen nach oben. Einen halben Zentimeter hoch und dann einen halben Zentimeter nach. Da, Ja, genau, genau. jetzt hat's Jetzt muss er geklappt. wieder Okay. spiegelverkehrt denken, ja? Auch schön. Wo haben wir denn Genau. dieses eine Video hinterlegt, Lumi? Da, wo Von? ja auch diese ganzen kleinen Krabbler-Dinger da auf der Ach Akro. so, ja, Moment, das, Wo haben da wir habe ich was das? vorbereitet. Da, das ist wieder was ganz anderes, ne? Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, ich habe euch ja extra noch die New. Ah, das sind Zilliarden, das ist wieder was anderes. Ja, okay. Ja, da haben wir auch nur Als. Akrolaus, haben wir das genannt. Ja, aber Akrolaus. das ist was anderes wieder. Das sind Zilliarden. Das ist eine ganz andere Nummer. Weiß nicht, ob wir das heute noch reinnehmen. Schauen wir mal. Da juckt einem das Fell. Geh noch mal hoch in die Bilder. Ja. Und ich weiß nicht, wir klicken einfach mal weiter. Vielleicht kommt ja noch das, was Claude meinte. Da gab es diese New, das sind diese kleinen Stöppchen mit diesen kleinen Ja, schwarzen Punkten Moment, drauf. Moment. Guck jetzt mal, Da was sind da. sie, Da siehst genau. du, sag ich doch. Ja, Ja, genau. Wir müssen immer warten, ja. Lumi, weil Ja. der Claude sieht das später als wir. Ja, das stimmt. So, Weil also wir. die habe Das ich sieht. letztes Jahr gefunden. Sind Diese in dunklen Asien. Punkte hier, ne? Oder diese hellen. Ja, das heißt New Acropora Eating Flatworm. So. Wir haben die mit Sicherheit schon seit ein paar Jahren, weil ich immer, mir sind immer mal wieder welche aufgefallen, wo solche Cluster waren, habe sie aber halt für gerade frisch geschlüpfte normale gehalten und war dann auch immer wieder verwundert, warum die dann plötzlich wieder weg waren. Dass die Eier komplett anders liegen und dass die anders geformt sind, das hat mich damals scheinbar irgendwie nicht so interessiert. Ja, keine Ahnung. Und dann tauchten sie, da war eine Weile Ruhe. Und dann tauchten sie vor allem in China auf. Also in China ist das ganz schlimm mit denen. Die haben ganz massive Belastung und es kann auch zurückverfolgt werden auf wiederum Indonesien, auf Farmen. Komischerweise finde ich sie bei uns aber so gut wie nie. Also relativ selten, so wie auch andere Sachen bei uns selten sind, woanders stärker sind. Aber das war ja schon Endstadium, ne? Also ist ja nichts mehr übrig von Nee. der Koralle. Ja, das Stück Koralle ist jetzt schon am Arsch. Die haben sogar schon wieder die Eier gelegt. Also sie sind eher koloniebildend, kleiner. Die Eier werden überall verteilt. Zum Teil gehen sogar aus Gewebe direkt aufgelegt, können aber relativ leicht gekämpft werden. Also, Notiz an die Mods, wir brauchen noch so ein Kotz-Smiley. Wir haben ja noch Slots frei. Sollte man echt mal einführen, da müssen wir uns Gedanken machen. Das ist schon geil. So, warte mal, ich will mal einen weiterklicken. Hatten wir da noch ein Foto? Nee, da war das Nee, schon das das. hatten wir Also war schon. das nur das Wir eine hatten hier, ne? dann hier unten noch was. Warte mal, darf ich mal? Ja. So, und zwar, was ist denn. Na, ist alles ganz schlimm mit den Was ist Seuchen. das hier? Meine Herren, echt. Ah, das siehst Ja, du, ja, der war das ist gut. was. Was ist das? Das hatten wir Das sind irgendwie unter jetzt. TAFW eingegliedert. Das kam irgendwie so per E-Mail. Habe ich auch noch nie gesehen. Oder hast du da was aufgeschnitten? Oder was war das da? Ist da eine Muschel drin? Ja, Oder das. Genau, worum geht's also da? damals zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eine Cyanobakterie, Das die hier. im, genau, das pinkfarbene ist eine Cyanobakterie, die wie eine Bohralge in der Koralle drin wächst. Was Ist war das? Eine relativ Gonio? harmlos, das ist eine Gonio, genau. Gonio, ne? Relativ harmlos, solange die Gonio schneller wächst wie die Cyanobakterie. Nietet sie aber im Laufe der Zeit um. Und das nebendran sind Faulstellen, das meinte ich vorher mit dem Wurm, das gibt es aber auch mit bestimmten Wurmmuscheln, die da drin stecken, wenn es dann eine Zauber gemacht wird und die verrotten, dann gibt es praktisch diese Faulstellen innerhalb des Skeletts, was dann dazu führt, dass die Kolonien absterben. Okay. Warte mal, ich muss mal eben. Gibt es vor allem Was? ganz viel bei Acanthastreas zum Beispiel. Also ich würde nie Acanthastrea kaufen, deren unterer Stein nicht entfernt und gesäubert ist. Nur so ein kleiner Tipp am Rande, wenn man mal so einen Stein hat. Manche machen das nicht. Wenn du Glück hast, leben die Muscheln da drin noch. Wenn du Ja, Pech hast, ne? nicht. Dann, das sind meistens die Akans übrigens, wo so einzelne Polypen in der Mitte plötzlich absterben. Okay. Ne? Wo so, dann, da zieht sich eine rein, da hast du zwei, drei Löcher drin. Und so von der Mitte aus geht es dann plötzlich los. So da eins und dann vielleicht da eins. So da fault fast immer der Stein drunter. Wenn die von außen am Arsch gehen, das heißt, wenn die sich so einziehen und haben so einen kleinen Faden drin, dann haben wir so einen ganz speziellen Isopode, der das so Stück für Stück da reinhüpft. Das sieht aus wie und frisst dann so einen Polyp nach dem anderen weg. Isopodenbild hatten wir, glaube ich, auch keins, ne? Ja, aber Isopoden. das dachte ich, das behalten wir uns für die zweite, weil da muss ich das Mikroskop
Mikroskope jetzt mal wieder auspacken und mal frische Bilder machen. Dann Ja, wollen wir uns geht das das. eben angucken hier? Das fand ich auch sehr spannend. Der schöne Habe ich das Schleim hier. geschickt? Ja, Das ist das hast du vom, das ist geschickt. doch, das ist doch vom Guck mal Import, hier. wo wir gerade Also schon halt ausgepackt ein. haben. Ja, die Schleim so. Warte mal. Dieser Cursor Die hier, sind ja Schleim, gerade beim da, Schleim. Auspacken. Genau, das hast du geschickt. Guck mal, hast du. Okay. Ich gehe War mal ein weiter. falsch. Da. Vielleicht wolltest du darauf hinaus, das Ding hier. Ach, natürlich habe ich es geschickt. Jetzt Ja, genau. Ah, Klar ja. hast du das geschickt. Das Ding habe ich auch schon öfters gesehen. Das zieht so, wie heißt denn das? Ist Das das ist so eine jetzt nicht Rippenquelle? AEFW, sondern das ist T. TEAFW haben wir, glaube ich. Karifiler-ET-Flatworm, TEFE. Also immer die Ja. Koralle und dann ET-Flatworm. Gibt es für Euphilia, gibt es für Kaka, gibt es für jeden Scheiß. Ähm, Das kenne ich da, auch. Das macht so ähm, schöne Rotzefäden durch die Gegend, ne? ja, da ist der Cori ganz gut. Also da ist unser Cori, der hat es irgendwie mit diesen Plattwürmern. Also da ist er ganz gut drin. Mit Artus habe ich mehr. Er findet die immer bei den Fleischigen, da findet er die immer. Aber auch da gibt es wiederum mehrere verschiedene Sorten. Wir haben jetzt irgendwie eine Uni, die sich alle anguckt. Die haben irgendwann mal angerufen und haben gefragt, ob sie so ein oder zwei Blattwürmer haben sie gesucht, Leopardstrudelwürmern. Und Cory hat sich halt totgelacht, sagte, wie ein oder zwei, wegen ein, zwei schicke ich doch nichts weg. So, und den machen wir dann immer weg und schicken den hoch. Und die sind jetzt irgendwie, haben die endlich Material zum Forschen. Also wieder wichtiges Forschungsgebiet in Deutschland. Okay. Aber ja, da Immer in der gibt es. Nordsee. Also da haben wir noch keinen Plan vom, ehrlich gesagt. Da gibt es wirklich für jede Art aus jedem Eck eine spezifische eigene Wurmart, die sich dann dort entsprechend niederlässt und gegebenenfalls auch umnietet. So, und den sieht man jetzt nur deswegen gut, wenn wir ihn praktisch so ein bisschen zusammengeschoben haben. Okay. Ja, wenn Gucken, der da waren noch auseinander mehr geht wie Bilder, so ein glaube ich. fliegender Teppich, da siehst du den fast gar nicht. Das heißt also, für jeden Trachyphyllia-Liebhaber oder Euphyllia-Liebhaber, Hier war es auf Trachi. Trachyphyllien direkt aus einer Box zu kaufen, weil sie da 20 Euro billiger sind, macht es einfach, weil ihr braucht in 2 Monaten eine neue. Alles gut. Wir freuen uns. Los, Boxen verkaufen. Ja. Bananen Joe, Bananen Willi hieß er immer. Und Kennst du noch es Bananen Willi? gibt, ja, und ich Und noch verspreche Äpfel es euch, dabei. es gibt keine einzige Sendung, wo nicht mindestens ein paar dabei sind, die sowas tragen. Gibt es nicht. Ich weiß, erzählt jeder, ich habe das nicht, weiß ich auch, aber gibt es nicht. So, Hier haben wir ganz die viele Bilder. Hier einzige hast du meine ganz viele. Erklärung dazu, und ich weiß, ich kriege jetzt wieder Ärger, ist, nur wenn man es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Ja, geil. Aber das hast du. Ach nee, sind wir jetzt durch. Das hast du toll gefunden und habt hier ganz viele Bilder gemacht von. Hier sitzt es halt, ne? Hier so. Und Die am Anfang. Kommentare, ich dachte, ich immer bin ein bisschen ein Arsch, aber manche Kommentare sind ja echt gut, ey. Ja, das ist. Ja, ach, feucht, das war ja auch Feuchte so ein Würmer. Thema. Das hatten wir am letzten Ja. Stream, ne? Das ist auch Arbeitsgerät nochmal, immer feucht halten. genau, das ist auch nochmal was für einen offenen Slot. Feucht. Einfach nur feucht halten oder sowas. Was ist denn das hier eigentlich? Hier, guck mal, hier sind so braune. Das Hier. kommt jetzt, das kommt zum Teil vom Baden. Also das ist jetzt einfach nur Korallenschleim. Und wo hast du das? Wo badet ihr das drin? Die Also, sind das frisch badet ihr frisch diese vom Dinger hier. Auspacken gewesen. Die werden frisch auspackt, dann landen die alle erstmal im Becken drin, dann gucken wir die alle genau an. Manche kriegen ein Dip-Bad, andere kriegen das nicht. Wenn man sie nur und dadurch, dass du die halt mehrfach Ja. anfasst und Transport haben, du kennst es ja selber, gibt schon immer Korallenschleim. Und das ist das, was du Ja. jetzt da dran auch siehst. Also da ist jetzt nichts Spezielles, das ist auch kein Bakterienfilm. Denn die Tiere waren eigentlich ganz okay, nur dass halt in diesem Fall jetzt, also es ist auch ganz seltsam, die letzten Trachis zum Beispiel war tatsächlich gar nichts dran. Da hat man dann zwei, drei Gallkrabben in den Trachis drin und bei der nächsten gab es dann wieder die Würmer. Ja. Aber wir nehmen die halt alle weg, dann werden die komplett sauber gemacht, dass die Eier weg sind, falls Ich wir freue welche mich jetzt. finden, und dann sind sie auch sauber. Was wollen wir als nächstes machen? Garnelenparasit, wie heißt das? Eurydice, Dice, Na Vibrio. Wir komm, haben du da willst so einen doch. Gesamtordner. Mach die Garnelen, du willst doch das Ja, Video jetzt. ich will, Warte, dass die warte, Leute. warte, warte, Ja, warte. ich Dann weiß, du musst wartest das da du hinten schon wieder die wegmachen. ganze Zeit Ja, das auf. Ding, das Video Unsere ist so Marke toll. ist ganz. Ja, wie heißt denn dieses Ding da? Das ist eine Garnele. Ja, das ist mir Also, ich klar, glaube, aber dieser Pocken da. der hat jetzt wirklich erstmal, als ich ihm das Video geschickt habe, war er gerade am Essen. Ich glaube, der Ja. flog echt was gegen die Wand. Das ist so Das eklig. ist ein Ihr seht's gleich. Parasit, krebsartiger, der unter dem Kiemendeckel von Garnelen lebt. Das ist eine richtige Plage. Gibt es auch zig Arten.
für jede Garnelenart wieder die eigene. Vor allem die Los, hau das Video Hummerzüchter raus. haben massivste Probleme damit, auch die Garnelenzüchter mit diesen Parasiten da dran. Das ist so im Prinzip das Sind Gegenstück Schmarotzer, ne? zu Sind diesem Schmarotzer. Fischparasit, der die Zunge ersetzt. Kennt ihr ja sicherlich auch schon mal Das gesehen. ist ekelhaft. Ja, also wir könnten echt hier einen Horror-Movie machen. Ja. Lumi, was zauberst du denn da? Hast du Probleme? Ich, Warte mal. nee, alles gut. Hau Ich dieses Video würde jetzt einfach endlich raus. gleich, also wir sind ja immer so dabei, ne? Was gibt es für Parasiten und was kann man dagegen tun? Also hierbei ist definitiv die mechanische Entfernung das Mittel der Wahl, was man Ja. in Oh. folgendem Video sieht. Diese Videos Kackt hat jemand gemacht. an? Ja, so hardcore. Wir haben den Ton mal weggelassen. Jetzt bin ich gespannt, wie der Chat da drauf achtet. Das läuft jetzt, glaube ich, in der Dauerschleife, ne? Ja. Guckt euch das an. Das ist wie Pickel ausdrücken. Weiter. Reste ein bisschen. Das ist nur die Reste von dem Tier, Ganz was ein ernst. bisschen ausgegangen ist, aber das ist eigentlich Das schon hat im Cory Prinzip gemacht oder alles du? erledigt. Das war Das Cory, macht so ne? ein bisschen Fetzen noch. Ich weiß da immer den Die Kicker Garnele kann ja wieder gehabt. zurück ins Wasser. Wenn man sich Was die hier, ich sehe Garnele sie dann hier so irgendwie als Scheiße vorne. findet, nee, das ist Corys Aufgabe. Da matscht dann ein bisschen dran So rum, jetzt sehen die zeigt er aus und gerade die diese Eier. Schmieren sind Das dann ist die das Tier. Eier. Also, Das ist das sieht das Tier da Orange da oder in der was? Mitte, das sind die Eier jetzt noch. Das sind Und die er hat Eier der das Hühnchen auf einer Helikopter, Hand da sag ich liegen. mal. Lecker. Ja, klar. Ab und zu schmeckt Oder. er mal ab, alles gut. Das ist, also, alter Falter. Das Geilste war, also wir haben auch mal drauf geachtet, dass wir diese Garnelen nicht versenden, ne, wenn wir solche entdeckt haben. Aber ich musste da jetzt Nein, auch das darfst du auch zulernen. nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Damals der Großhändler, du kennst ihn auch, der hat ja jetzt aufgehört, der hat immer gesagt, ach, da leben die Garnelen mit, die kannst du ja trotzdem verkaufen und so. Das war einfach sehr hardcore. Und ich habe gesagt, die kann ich doch keinem geben mit diesem Teil da dran. Ja, also es klappt manchmal, dass die bei der nächsten Häutung den tatsächlich loskriegen. Okay. Aber meine Erfahrung ist halt nach, kannst du vergessen. Wenn der mal drin sitzt, dann, das sagt ja auch nicht, ist mir zu doof. Und da hast du halt ein Problem, dass die Mittel, theoretisch habe ich Mittel gegen Garnelen, also gegen den Parasiten, kein Problem. Ja. Ich nehme halt den Wirt dann jedes Mal mit. Ja? Weil in dem Fall habe ich jetzt nicht einen Krebs bei einer Koralle oder einen Krebs auf dem Fisch, wo ich richtig angreifen kann, sondern da habe ich halt Krebs auf Garnele. Und leider ist das ein bisschen doof. Also das ist wie wenn ich halt ein Glasmusselmittel mache. Habe ich kein Problem, gehen halt alle anderen Korallen auch mit. Ja. Aber jetzt mal unter uns, wie bist du darauf gekommen, das so einfach zu entfernen? Also, wie kommt man auf die Idee, da zu sagen, ich fummel da jetzt Hat dran mich rum und. gestört, bin Schwabe, bringt kein Geld mit, muss weg. Da brauche ich doch nicht viel nachdenken drüber. Ich meine, das ist doch klar. Manchmal, ja, aber es ist schon differenziert manchmal, ja. Das Wie man denkt. Öse ist einfach zu teuer, also. Wenn man jetzt schon, wenn wir jetzt mal dran sind, werde ich mal wieder kurz was von direkt von einem Bildschirm Ja, zeigen. Lumi, du hast die Regie. Ja. So, warte, muss ich schon das Ding wegmachen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob man es sehen kann. Oh, jetzt Moment. kommt. Alter, ist aber So. jetzt. Das ist ja voll Alien. Muss ein Muss ein Stück bisschen niedriger hochkommen. halten. Nee, runter. Fährt weg in Also, 2 Wochen oder was? runter musst du mit der Kamera, oder Lumi? Er muss noch runter, Ja, runter, runter. runter, Weiter, runter, weiter. runter, runter, weiter, 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 Ja, weiter, stopp. stopp. Alter, So. was ist das? Also das ist zum Beispiel diese Fischlaus in Anführungsstrichen, die setzt sich in die Fische rein, frisst dann die Zunge Alter. und übernimmt dann deren Funktion und saugt dann praktisch das Fischblut über die Zunge aus. Aber die Das Frage ist ist, wie lebt dann der Fisch noch? Scheidet der dann was aus, was der Fisch frisst oder wie? Nö, der macht das. Nö, der macht der Fisch, der versucht immer wieder was zu fressen und macht es auch. Die leben wohl eine Zeit lang damit, ist wohl, glaube ich, ziemlich ekelig. Also da gibt es auch verschiedene Arten, kann man da drüben sehen. Ich habe noch die zweite Art. Ist, Dann glaube ich, ein leben die bisschen manchmal, machen die ekelig. ganze Familie dann im Fischmund drin und das geht dann auch kaputt. Nee. Also so langsam gehen die halt am Arsch. Und was macht denn dieser Parasit? Der wandert dann weiter oder verreckt er dann auch? Der, Ich krieg schon gute Frage. Ich habe mich jetzt mit Schweißausbrüche Fischparasiten, also den habe ich mir jetzt nicht weiter beschäftigt, denn die Korallenparasiten reichen mir eigentlich hier. völlig. Der atmet übers. Der Chat Also. ist wieder gut drauf hier. Muss ich halt mal gucken. Aber ich habe heute ein total endgeiles Bild gesehen, Ja. weil ich noch ein bisschen nach Parasiten auch ein bisschen wieder auffrischen.
Und dann kam tatsächlich das erste Bild war der Alien, ne? Da haben wir schon gedacht, das müssen wir so als Startbild für den Stream nehmen, weil wir ja auch nicht ganz fiese Bilder. Vermerk Aber für ich finde, YouTube, du, bitte. ich finde, da gibt es noch wesentlich fiesere Sachen. Also, wenn du mal bei Schnecken guckst oder bei Ameisen, ne, ein Pilz, der dir dazu bringt, dass die Schnecke dann, ein Wurm, der die Schnecke auf den Ekelhaft. Grashalm fliegen lässt, die Augen Ekelhaft. irisieren, dass dann der Vogel kommt und die wegfrisst. Oder Pilze, die Ameisen halt dann auch noch entsprechend machen. Aber gibt es ja bei Menschen auch, gell? Also so ist ja nicht. Das nenne ich mal ein Basic Stream. Aber ich habe nicht umsonst geschrieben, das ist ekelig. Am besten Also, finde ich auch die Spinne nachher. ja, Die das wollte ich Spinne, gerade sagen. Also, wo wir die müssen gerade wir beim auch mal Thema gucken. Basics sind und Zoantos ja eigentlich auch viele Einsteiger, glaube ich. Zumindest Habe ich ich noch als nie Einsteiger gesehen. finde ich ganz Das erste cool. Mal jetzt. Ja, krass. Was? Was So eine hast du noch nie Spinne habe ich gesehen? noch nie gesehen, Ach so, tatsächlich. ja, genau. Aber Claude Und hat es uns ermöglicht. habe ich hier mal was mitgebracht für die Zoantos, Ja, du warst Freunde. Aber vorbereitet. glaube auch, muss ich auch gucken, ist glaube ein Kundenbild gewesen. Muss ich mal gucken, was das Das ist ein war. Video, was jetzt Das ist kommt. ein Ein Video. Oder Bild. Video, ja. Wir Ja, wollen dann ja habe ich was hier dazu, ja. Ne? den Unterhalten. Twitch 1, Award. 2, 3. Los geht's. Ja, aber die sind ja hübsch. Wie groß ist denn die? Das muss ja. Das ist von Thorsten, ist das. Der genialer Züchter von Garnelen und was weiß ich was alles. Der hat noch ein paar mehr Parasiten, da sehen wir nachher noch was von ihm. Der hat es uns übermittelt. Vor allem, weil er halt auch geniale Bilder macht. Ne? Das kommt noch dazu. Ja. Also die erstmal so zu erwischen und zu sehen. Ja, wollte gerade sagen, das Das, ist was krass. ich meine. Also ein bisschen Gefühl und ein bisschen Feeling braucht man unbedingt, um das auch so zu erkennen zu können. Also das ist wirklich. Sorry, wenn wir lachen, aber die Kommentare sind so geil. Ja, Sorry, bei Pilze, die dem Teil Menschen halten, fliegt mir ja, der das gibt's ja Kamera auch. aus dem Fenster. Die fackeln es ab, die schmeißen es weg. Das ist schon geil. Stell mir das gerade vor, wie sie das Passiert. Aquarium werfen und das ganze Wasser so über den Körper drüber. Eieiei, oder sie stehen mit Paral am Aquarium oder so. Ah, Halleluja, ich hab schon wieder Gesichtslähmung hier. Ja, Zoaspinnen, die sind Ach gar nee, nicht so da einfach möchte zu ich nicht. entdecken eigentlich, ne? Also das ist echt Wahnsinn, dass der das Ding da so drauf gekriegt hat. Und was, die fressen so langsam den Polypen einen nach dem anderen runter, ne? So habe ich das irgendwie. Stechen rein. Ja. Stechen rein, saugen aus und Schnecken gibt es ja auch. Also wenn man dann die Zoaschnecken, aber die hätte ich jetzt auch mal fürs vielleicht zweite gehalten, weil die auch wieder unterschiedliche Farben haben. Und ich habe im Moment einfach keine, also keine gefunden. Die sind aber auch mit der Grund für die Zoapox. Also die, was ja früher ganz arg war, dass man diese weißen Flecken, die Wollte man sagen, dann da so haben wir kein rückwickelt, Bild von, ausdünnen ne? kann. Von den weißen Flecken, ja. Ich habe nichts gefunden, du. Ich habe echt geguckt, ob ich irgendwann, Nee. aber wir sind echt nah da, aber ich habe Die schon hatte ich schon wieder auch ewig vergessen. keine importiert mehr. Ja. Und die kamen auch wie die ganzen taiwanesischen, diese Kaltwasser-Zoas hatten das auch ganz massiv. Und die dann, wir haben echt gedacht, es ist ein neuer Erreger und haben die dann, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, glaube Segert oder Uni Tübingen, haben eine Genanalyse machen lassen von dem Zoapox selber, weil das ja auch immer mit so einer Haut abgedeckt war. Aber das sind die Schnecken, die da reinstechen und wohl auch dort Eigelege teilweise absetzen. Und dann reagiert die Zoa mit diesem Pox dann Wie da kriegt man drauf. die denn Also weg, diese Pox? Das weiß ich gar die nicht. kann man wie Pickel ausdrücken. Das ist total. Also wenn du echt die Mühe machst, gehst hin mit der Pinzette und drückst die wie Pickel aus. Das nächste Dann Video ist verschwinden, dann geboren. badest die ein bisschen mit Wasserstoffperoxid, also nicht pur, sondern mit Wasser 3%. Dann und gibst Dunkelheit und Kühle und dann sind sie weg. Dann kriegst du eigentlich ganz gut in den Griff, wenn es nicht zu Aber schlimm ist. ich wollte gerade, stell dir mal vor, du hast so eine ganze Wiese Zoos da und dann musst du den Dingern alle Ich einzeln ausdrücken, ne? saß schon Stunden da, ja, fühlte mich wie in der Pubertät. Erik hier, wie Frauen. Die drücken den Männern auch mal gerne die Pickel aus, willst du damit sagen, ne? Ja, diese Das habe ich nicht Ekeldinger. gesagt, das hast du gesagt, weil ich meine, ich weiß ja, was ich gehört, weißt du? Also ich kenne meine Grenzen bei dem Thema. Wir Ja, hatten doch das das Thema sagt. Glerasil vorhin schon. Ach so, ja, ich habe den Chat nicht beobachtet, aber zu geil, ja. Ja. Die Frauen haben immer so ein Wesen, dass sie alles ausdrücken müssen, was sie finden.
Das wäre so der perfekte Job Du dann. rennst dich da gerade echt tief in Das was macht rein. nichts. Also ich Das sage da geht. nichts dazu. Das, ich sage nur die Wahrheit, ihr Luschen. Das ist so. Nein, Was haben wir denn noch? bei den Frauenaquarien hat es recht wenig Parasiten. Die können es einfach besser. Ich würde Also sagen, wir machen einfach das letzte Video nochmal, was wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, wo was wir dann übersprungen haben. Bei uns heißt das hier Akrolaus, aber wie der Nikolaus. Akrolaus. was war das Ja, es gibt halt nochmal? Krankheiten, die nicht vom Namen kenne ich die auch nicht. Zum Glück haben wir sowas ja auch selten. Aber das ist Das schon, ist eine, das da sind juckt einem die Pelle. Zöliaken. Ups. Einzeller gibt es Warte mal. hunderte verschiedene, auch wieder artenspezifisch, auch wieder Unterschiede. Die machen dann eigentlich dieses, die meisten kennen es als RTN, also Rapid Tissue Necrosis, also schnelle Gewebsnekrose. Gibt es als STN, also langsame Slow Tissue Necrosis, oder als, wie heißt es im Englischen, Brown Jelly Disease, BJD. Da ist aber auch wieder eine Bakterie im Grunde genommen der Auslöser. Also davon kann man heute eigentlich ausgehen. Also mit Harald Mülder, das war ein Tierarzt, der leider von uns Harald, ja, gegangen kenne ich ist vor noch. einiger Zeit. Das muss Ist irgendwann das? im 2000er gewesen sein. Haben wir Ja. schon mit verschiedenen antibiotischen Mitteln herausgefunden, dass man die relativ gut kontrollieren kann. Typische Schwächeparasiten. Ja. Also wie gesagt, hunderte verschiedene. Es gibt also Philaster, gibt es. Es gibt nochmal zwei, drei, die in der Hauptsache da sind. Das dürften Philaster sein da. Kann ich jetzt anhand der Aufnahme so gar nicht erkennen. Ich glaube, ich habe euch ein Bild geschickt, wie die in echt aussehen. Fressen dann Okay. zum Teil die Zooxanthellen dann weg und Ja, wir bilden gucken dann mal, halt wir haben solche noch ein paar. Ja. ristigen Matten. Die eine Akro, wo ich dir vorher gesagt habe, die passt nicht. Da hat man Brown Jelly gesehen. So, und es gibt in Amerika eine Untersuchung, die haben festgestellt, dass sie ein sogenannte Acrobacteria, also Agro-Bacteria gefunden haben, als Tiefer. auslösende Infektion. Wir haben eigentlich eher mit Vibrionen, mit Vibriocea zu tun und einem gleichzeitigen Fehlen von Flavobakteriengruppen, die da also auf der Koralle eigentlich für Ordnung sorgen. Zwei runter, Lumi. Ja. Da gibt es aber so 20, 30 verschiedene Ja, Bakterientypen, die da der. bei Akkus eine Rolle spielen. Ist das sowas, Wird. was wir da haben? Ist das das Richtige, oder? Nee, ich sehe es ja noch nicht. Nee, auch nicht. Ja, warte mal, dann geh mal Nein. unten auf die, Moment, auf, ja, unter Assel, geh mal bitte. Das war eine Acropora, war das, die wir da vorher hatten. Die war bei den Wurmbildern, hast du die gehabt. Da, wo ich gesagt habe, die ist es nicht. Ja, warte, guck einfach Nee, mal. das ist auch von Thorsten, das Bild, auch genial. Das ist die Vorstufe davon. Geh nochmal zurück, Lumi. Eins zurück. Ja. Nee, du warst richtig. Ein Bild nur zurück, bitte. Ja, da. Das meint er. Das ist jetzt Nein. so ein Läuschen, was da eben im Video war, oder nicht? Nein, das ist was ganz Eigenes. Die sind schon ein bisschen größer. Okay, dann klick mal einfach durch, Lumi. Wir werden es schon finden. Ist Weil da die müsste es eigentlich mit drin Acropora sein. mit dem braunen Ast? Das war vorher Die bei da. den Würmern, war das. Nee, ein zurück, Lumi. Noch Ja, ein. genau die. Moment. Genau, wie gesagt, noch einen jetzt. Die. Ja, weil Claude sieht das zeitversetzt. Muss einen Ja, Moment warten, ja. Claude. Die? Du guckst über So, den genau Stream, deswegen die. dauert es ein bisschen. Ja. So, die hat genau diese Infektion. Wenn du mal unten reinguckst, siehst du so einen braunen Schlamm. Das? Nee, Ja, da ist ja genau. weiß, wo du draufklickst. Unten, Nein, hör doch nein, mal. Ja, warte, ja. warte. Warte, Claude, du warte, musst warte. immer In einen die Moment Mitte warten. rein. Du Ja, guckst ja. immer ein Genau bisschen da. zeitversetzt. Ja. Wir sind schon längst bei dem, was er will. So, Guck doch verdammt nochmal Echtzeit, das nicht ist immer dieses praktisch dieses Versetzte. Brown Jelly Disease bzw. Rabbit Tissue Necrosis, ausgelöst durch eine Infektion mit den Ziliaten, also Einzeller, die da halt sich massenhaft dann drin vermehren. Kann man mit Antibiotika recht gut stoppen, weil es, wie gesagt, man geht ja Wenn mit du es den kriegst. mit Antibiotika dran, geht aber auch zum Beispiel, und dafür ist extra der Tipp gemacht worden, um die damit hinzukriegen. Das klappt eigentlich damit auch ganz gut. Was nicht bei jedem Dip funktioniert, wohlgemerkt. Knoblauchdip. Lumi. Damit geht's, damit hältst du die anderen Zecken vom Leib ab. Hast du Claude die Story erzählt mit deinem Knoblauch? Das ist ja so ein Insider, ne? Den muss er eigentlich auch Ja, mal erfahren. das ist so ein Insider. Der ist, Erzähl doch wenn nochmal, er. was du mit Knoblauch gemacht hast. Claude, hör genau hin, was der Lumi mit Knoblauch gemacht hat. Kannst Weiß ja immer auf gar uns nicht, ob drei ich das widerschalten wirklich jetzt. hören will. Doch, du willst das jetzt hören. Weil wir hier so in einer lockeren Runde sitzen, schalt mal auf uns drei, Lumi. Mach mal Regie hier. Lass mal dieses Akrobild da jetzt weg.
So, jetzt erzählst du mal schön in der gemütlichen Runde mit knapp 70 Zuschauern, was du mit Das Knoblauch gemacht hast. ist doch schon. Es macht nichts, Na, kannst du wir. nochmal erzählen. Also, Fisch im Becken, Fisch, weiße Pünktchen. Forum aufgemacht, gelesen, Knoblauch hilft. Er legt die Brille schon weg. Zu geil. Ja, machen wir weiter. Knoblauchzehe genommen, eingeschnitten, ins Becken rein. Ganz einfach. Ich fand das jetzt Weißt, in. warum diese Welt zugrunde geht, ne? Weißt du? Ich fand das in dem Moment jetzt nicht schlimm. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, man, wir sind ja wirklich unter uns. Warum höre ich solche Geschichten fast immer und ausschließlich von Leuten, die, sagen wir mal, eher der Informatik zugewandert sind? Kann es sein, dass ihr da in der Matrix-Welt lebt oder irgend sowas? Das ist echt, das ist kein Spaß. Ja, wir haben ja noch so einen Björn, das ist auch so ein Informatiker, der weiß, was der schon so verzapft hat. Ja, Björn 101 gehört auch zu dieser Riege. Und Chris Harty ist Was auch mich so. ja wirklich wundert, ich meine, du hast immerhin nur reingehängt, warum hast du denn den Fisch nicht damit abgerieben? Der wäre doch schlau gewesen. Wie soll ich den denn fangen? Es hieß der Informatiker, ich hätte schon eine Idee, wie ich den kriege. So. Ist Ja, doch zu nicht zu geil. programmieren, das geht nicht. So, der Nee. Knoblauch kannst du voll vergessen, der ist sowas von für den Arsch, weil das genau bei den Fischen genau das Gleiche ist. Die Fische haben fast immer, es gibt Ausnahmen, aber fast immer eine Vibrio-Infektion, meistens keine akute, sondern das Gegenwort von akute, das habe ich vergessen. Stressbedingt. Die haben eine latente Vibrio-Infektion und das ist immer nur die Sekundärgeschichte dabei. Das heißt, man muss eigentlich gegen die Bakterien was tun, dann gehen die Pünktchen mehr oder weniger von selber weg. Und das ist wie wenn du jetzt, wie gesagt, ich meine, es rannten ja Leute rum, die haben dann Chlor getrunken, weil sie Corona hatten und dachten, das passt schon. Ich meine, Ja. guck dir die Haubentaucher an, da rennen in Amerika gerade viele von denen rum, aber bei uns halt leider auch. Ja, macht Knoblauch rein, das ist cool, super. Sauft kein Also finde ich Chlor. ganz toll. Aber da Ja. fasse ich mir nur im Kopf, ne? Also weil die Bakterien da damit den Knoblauch anfangen sollen, wenn der, weiß man, die Bakterien sind im Fisch drin, also woher sollen die wissen, dass da draußen jetzt ein Knoblauch hängt? Oh Mann, es ist Hardcore. Ja, Ja, gute aber doch. Frage. Aber Also, jetzt wirklich mal, jetzt mal kurz, ohne um das Scheiß. aufzulösen, er hat nichts gebracht. Ich Es ist. weiß. Na, dass du das weißt, weiß ich, aber bevor da jetzt irgendwelche anderen Leute draußen auf die Idee kommen, sie probieren das auch mal aus. Das macht dem Knoblauch nichts, den kannst du da reinhängen, ist alles gut. Er hätte noch ein bisschen schneiden sollen, ein bisschen Paprika, ein bisschen Möhren. Hätten Sie wenigstens eine Nein, anständige Brühe wichtig, machen pass auf. können. Marc, wichtig ist, Knoblauch nie quetschen, immer schneiden. Nur wenn er geschnitten ist, entfaltet er seine außergewöhnliche gesundheitsfördernde Wirkung. Ja. Auf dem Bruschetta-Brot vielleicht oder auf der Pizza, aber wie weit das Ding im Becken soll, ist mir echt völliges Rätsel. Also alles gut. Also ich würde ihn ja einfach durchschneiden, ich würde den Fisch damit abreiben. Wenn du kräftig genug reibst, dann hast du da eh keine Schuppen mehr, dann hat er aber auch keine Parasiten mehr drauf, dann geht es dem vielleicht wieder gut, alles fein. Dann kannst du gleich in Alufolie legen und dann in den Backofen. Geht Das vielleicht ist. auch, was weiß ich. Bisschen Zitrone drüber. Ich sehe nichts mehr. Mach mal Aber weiter. hast du dir denn jetzt mal einfach mal, nur damit ich versuche zu verstehen. Also ich will es wirklich nur verstehen. Jetzt sagt dir einer, Knoblauch hilft. Jetzt auf dem ganzen Weg, bis du den Knoblauch dir geholt hast, bis du ihn geschnitten hast, bis du ihn ins Becken reingehängt hast, bist du dir denn da nicht irgendwann mal ein bisschen doof vorgekommen? Hast gedacht, das kann eigentlich nicht sein? Tatsächlich nie, nur ein bisschen aus dem Grund, da er antibakteriell wirkt. Also. Okay, gut, hast du gelesen, wirkt antibakteriell, aber was soll denn, also mal wie gesagt, du hast Kopfweh, ja? So, dann sage ich dir, nagel mal an Was einer jetzt Weide kommt. rum. So, dann rennst du raus, gehst zum Baum, nagst ein bisschen von der Rinde von der Weide ab, weil dort natürlich auch ein Wirkstoff drin ist, der Aspirin ähnlich ist. So, dann hängst du knabbernd an dem Weidenbaum rum und wunderst dich, warum der Schädel immer noch wehtut. Da musst du doch irgendwann auf den Kopf kommen und sagen, was mache ich da? Kriegst du Kopfschmerzen, weil die Kiefermuskeln verkrampfen. Nee.
Das ist aber bei so vielen Sachen der Fall, was dann reingegeben wird in den Becken rein, wo ich dann immer nur sagen kann, pass auf, wenn du saufen gehen willst und hast Kopfweh, dann geh erst saufen und dann frisst die Aspirin. Aber ich fresse doch nicht vorher die Aspirin und gehe dann saufen. Das wird einfach nichts. Das muss man aber doch irgendwie in der ganzen Geschichte, und dann sagen die Leute immer, ja, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht und gesagt, du bist einkaufen gegangen, hast den Knoblauch geholt. Dann bist du da hingefahren. Dann hast du irgendwie deiner Frau verklickert, dass sie jetzt wild auf irgendeinem Knoblauchzehe rumschnitzt, wenn du nur eine Frau hast, die das zulässt. Und dann hängst du den da rein und guckst die ganze Zeit den Fisch an und denkst dann, okay, was jetzt? Reibt er sich jetzt ein oder mit unter die Achseln? Und ich kapiere das, ich krieg das echt nicht auf den Schirm. Null. Gibt's noch so ein kleines? Da muss man überlegen. Da muss man doch in dem Forum doch mal fragen, okay, Knoblauch hilft, aber weißt du denn auch warum oder wie? Also wenn du einen Knoblauchextrakt nimmst, ja, und du schaffst es, dass der Fisch das frisst, was ein gutes Lockmittel ist, also der Knoblauchgeschmack, dann kannst du, wenn er frisch ist und wenn es ein richtiger Extrakt ist, hat es durchaus Vorteile, ja? Durch diese Öle, die da mit drin sind. Tatsächlich. Aber wenn der mit Parasiten voll ist und hat noch eine bakterielle Infektion, das ist wie wenn du eine gnadenlose Grippe hast. Ich meine, wegen mir, sauf einen halben Liter Knoblauchsaft. Die Grippeviren, die interessiert, das ist ein Scheiß. Ja? Das ist wie der ganze Hustensaftmüll oder irgendwas, den du überall kaufen kannst. Okay, du hast halt 7 Tage Schnupfenmittel oder 7 Tage ohne. Das ist doch scheißegal, wenn du eine Zitrone, Vitamin C zu dir nimmst und dich gut ernährst und schläfst, ja, dann hast du ein Ding. Also Stressruhe oder wenn man Mittel einsetzen will, welche, die wirklich auch gezielt wirken, die gibt es ja zum Kaufen, kann man machen. Aber es ist Ja. halt Meerwasserbecken, wo Korallen drin sind, da musst du halt ehrlich gesagt sagen, ja, scheiße, ne? Da lief halt was schief und der Fisch ist halt auch nicht fit. Kann Ja. passieren. Und die Leute möchten natürlich auch was lernen dabei, aber ohne Knoblauch. Also machen wir nächste Woche Teil 2. Was hast du denn gegen meinen Knoblauch? Das ist Spiele so nicht geil, die gegen mich. Geschichte. Du, pass auf, niemand hat was gegen den Knoblauch. Also Nein. null. Alles gut. Ich weiß noch nicht, was der Knoblauch dafür kann. Also echt nicht.